Die Geschichte der Feuerwehr reicht bis in die Römerzeit zurück. Damals mussten sich vornehmlich Sklaven der brennenden Gefahr aussetzen. Im Mittelalter sorgten die Zünfte für die Brandbekämpfung, aber erst mit einem Mann wurde in Deutschland die Feuerwehr nachhaltig strukturiert. Konrad Dietrich Magirus. Er gilt bis heute als der Pionier in der Feuerwehrtechnik. Hier in seiner Heimatstadt Ulm entwickelte er zunächst Feuerspritzen und Leitern. Mit der sogenannten Ulmer Leiter gelang ihm 1873 der ganz große Wurf und Durchbruch. Sie war auch ein Highlight auf der Weltausstellung in Wien. Exemplare existieren heute zwar nicht mehr, aber zahllose andere Errungenschaften von Magirus, die heute von Experten wie Karl Hermann bis ins Detail dokumentiert werden. Hermann hat sich lange mit dem facettenreichen Leben von Konrad Magirus auseinandergesetzt. Also Konrad Dietrich Magirus war ein richtiger Macher. Er hat also erkannt, dass die Brandbekämpfung in den historischen Städten von Wichtigkeit ist und dass es verbessert werden muss. Und er hat sich durchgesetzt und er hat dann auch erkannt, dass die Geräte verbessert werden müssen und hat die ersten Geräte bauen lassen. Konrad Dietrich Magirus machte es sich aber nicht nur zur Aufgabe, neue Geräte zur Feuerbekämpfung zu bauen, er strukturierte auch die Männer an der Feuerfront neu. Er brauchte nicht nur mutige, sondern auch sportliche Männer. Und die fand er in seiner Ulmer Turnerschaft. Nur sie waren anfangs in der Lage, mit schwerem Gerät in riesige Höhen zu klettern und gleichzeitig noch Brände zu löschen. Als erster Kommandant der Ulmer Feuerwehr war er stets am Puls der Zeit und kannte die Bedürfnisse und Anforderungen im Brandeinsatz. In der Folge produzierte Magirus transportable Leitern, die zunächst von Pferden und später auch von Dampfmaschinen gezogen wurden. 1893 schließlich kam die erste drehbare Leiter zum Einsatz. Ein Quantensprung erlebte die Feuerwehr mit der Motorisierung Anfang der 20er Jahre. Magirus hat etwas Wichtiges getan. Er hat zunächst auch eine Anleitung geschrieben, das Feuerlöschwesen in allen seinen Teilen, und hat das Heft, dieses Buch verbreitet. Man konnte nachlesen, wie man Feuerwehr organisieren soll und organisieren muss. Und Magirus hat Wert gelegt, dass die Leute freiwillig Dienst leisten und sich freiwillig dazu verpflichten, für eine Stadt, für eine Gemeinde, für diese Aufgabe Feuerwehr zur Verfügung zu stehen. Die Leute waren hochmotiviert, sie kamen meistens in Süddeutschland aus der Turnerschaft, weil man beim Feuer ran musste über die Leitern, und es waren akrobatische Taten, die haben den Schlauch über die Schulter genommen und sind über die Leitern hoch ran an das Feuer. Und das waren die Turner, und das war Magirus sein Ziel, dass die Turner sich in der Feuerwehr einbringen. Es waren immer Freiwillige, wir haben bis heute den Begriff freiwillige Feuerwehr, die gerne ehrenamtlich, freiwillig diesen Dienst gemacht haben und hoch motiviert waren, für die Gesellschaft, für die Stadt, für das Dorf was Gutes zu tun. Und man konnte die Leute hoch motivieren, am Brandschutz mitzuwirken, weil sie gesehen haben, dass bei Feuer alles zunichte wird und man muss dem entgegenwirken. Und wenn jemand was freiwillig macht, ist es ja von hoher Wichtigkeit und auch nebenbei kostengünstig. Kein Wunder also, dass die Feuerwehr bis heute höchstes Ansehen in der Bevölkerung genießt. Mit ihr verbindet man mutige, charakterstarke und vertrauensvolle Männer, die sich freiwillig für das Gemeinwohl einsetzen. Magirus ist seinen Ulmer Wurzeln stets treu geblieben. Hier im Donautal werden die modernsten Feuerwehrfahrzeuge zu 100% von Hand gebaut. Eine der bekanntesten ist die Drehleiter. Basiselemente sind hierbei hochfeste Stahlprofile, die zunächst auf Maß gesägt werden. Viele der Mitarbeiter sind selbst Feuerwehrangehörige und gehen mit entsprechendem Herzblut ans Werk. Nach dem Zuschnitt kommen die Stäbe in eine überdimensionale Waschmaschine und werden hier von Fett, Staub und Spänen gereinigt. Jetzt kommen die Schweißer ans Werk. Hier muss im wahrsten Sinne des Wortes jede Naht sitzen. Ein Fehler könnte fatale Folgen im Einsatz haben. Doch die Männer sind Vollprofis. Jeder von ihnen setzt Naht und Schweißpunkt auf den Millimeter genau. Hans-Ulrich Walter ist selbst Feuerwehrmann und kennt daher die Bedeutung der Schweißarbeiten. Es sind bis zu 100 Einzelteile pro Leiter, die hier von Hand zusammengeschweißt werden. Die Schweißarbeiten erfolgen in mehreren Etappen.
Durch die extrem hohen Temperaturunterschiede und der daraus resultierenden Verformung der Werkstücke muss das Schweißen besonders behutsam erfolgen. Damit die Leiter in der Praxis auch hohen extremen Temperaturen gewappnet ist, wird ihr in der nächsten Abteilung mit einer speziellen Flammtechnik die notwendige Eigenspannung und Form gegeben. Das Auge ist sehr, sehr wichtig bei diesem Beruf. Man erlernt das nach einer gewissen Zeit. Zwar können sich die Arbeiter auch Messgeräten bedienen, letztendlich aber verlassen sie sich auf ihre langjährige Erfahrung und ihren geschulten Blick. Auch hier wird absolute Perfektion abverlangt. Die Leiter darf bei eisigen Temperaturen, aber auch in der Wüste, nie ihre Spannkraft verlieren. Mit dem Brenner werden falsche Krümmungen oder Unebenheiten ausgebügelt. Im Gegensatz zu handelsüblichen Leitern werden unsere Leitern beim Flammrichten vorgespannt. Das heißt, sie erhalten eine Bombierung, eine Biegung nach oben, damit sie im belasteten Zustand maximal gerade werden. Nicht nur die Leiter, auch der Großteil weiterer Bauelemente, wie zum Beispiel die Montage des Unterwagens, werden fast zu 100% von Hand produziert. Eine Maschine wäre hierzu nicht in der Lage. Hier entsteht der Unterbau einer Drehleiter, besteht aus zwei Längsprofilen, an denen verschiedene Hydraulikelemente bereits hier vormontiert werden. Dort sind alle Ventile für die Notbetätigung befestigt und werden nun verrohrt. Hier werden auch schon Vorbereitungen für den Aufbau des Drehgetriebes auf dem Hilfsrahmen getroffen und auch die Zylinder für die Federabstützung bereits angebracht. Die Aufleger werden von unterschiedlichen Herstellern geliefert, müssen jedoch vor der Montage erst konfiguriert werden, damit die eigenen Bauteile auch normgerecht verbaut werden können. Nebenan werden die Boden-, Seiten- und Deckbleche für die Geräteaufbauten der Drehleiter auf Maß gefertigt. Ein Drehleiteraufbau besteht aus über 30 verschiedenen Blechteilen. Auch hier muss millimeter- und passgenau gearbeitet werden, damit die Bleche auch bündig eingepasst werden können. Jede Feuerwehr hat bei der Ausstattung individuelle Wünsche, die dann von den Ingenieuren und schließlich von den Technikern umgesetzt werden. In der Zwischenzeit nimmt der Leitersatz Form und Gestalt an. Von einer handelsüblichen Stehleiter ist dieses Hightech-Gerät weit, sehr weit entfernt. Hier werden nun die Leiterteile zusammengeschoben, nachdem sie vom Lackieren und Pulverbeschichten zurück sind. Je nach Modell erreichen die Leitern eine Höhe von 27 bis 60 Metern. Damit sie auch in dieser Höhe sicher ausfahrbar und bedienbar sind, ist nicht nur ein spezieller Edelstahl notwendig, sondern auch eine ausgeklügelte Technologie und Steuerung, die heutzutage natürlich von Computern unterstützt wird. So war die Einführung der Single Extension, eine völlig neue Auszugstechnik der Drehleiter, gewiss ein Meilenstein. Hierdurch kann die Drehleiter noch individueller und flexibler zum Einsatz gebracht werden. Ein wichtiger Bestandteil der Drehleiter ist auch die Kommunikationseinheit. An dieser Station werden die ganzen elektrischen Verbindungen im Leitersatz, in den Leitersatz eingezogen. Das heißt, die Verbindungen vom Rettungskorb hinunter bis zu den Rechnern im Drehgetriebe. Die elektrischen Verbindungen dienen der Kommunikation und auch der Stromversorgung im Rettungskorb. Damit das enorme Gewicht einer bis zu 60 Meter hohen Leiter auch in Extremsituationen reibungslos funktioniert, bedarf es natürlich auch einer entsprechenden Hydraulik im Unterbau. Enorme Kräfte ziehen beim Einsatz am Material. Jedes Hydraulikelement wird vor dem Einbau getestet und auf mögliche Undichtigkeiten überprüft. Um Verunreinigungen zu vermeiden, bedient man sich einer speziellen Druckluftpistole. Im Anschluss werden die filigranen Hydraulikleitungen verbaut. Mit jeder technischen Innovation steigt auch die Anforderung an die Arbeiter. Hier wird das Drehgetriebe, also das Untergestell für die Leiter, für den Leitersatz, wird hier mit Hydraulikkomponenten bestückt und gleichzeitig geprüft. Der Unterbau muss mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Er muss zum einen möglichst geringes Eigengewicht mit sich bringen, um auch ökologische wie ökonomische Vorgaben zu erfüllen, aber auch gleichzeitig Halt, Balance und Mobilität für eine tonnenschwere Leiter garantieren. Insbesondere das Gesamtgewicht der Drehleiter bei stetig steigender Leiterhöhe ist immer wieder eine Herausforderung für die Ingenieure.
Hier sehen wir nun ein vervollständigtes Drehgetriebe. Die Hydraulikkomponenten wie die Ausfahrwinde, Aufrichtzylinder, die Zylinder für die Neigebewegung und auch schon der Bedienstand ist bereits eingebaut. Auf diesem Aufrichtrahmen wird nachher die Drehleiter befestigt und die Drehleiter wird damit angehoben bzw. geneigt. Parallel dazu wird das Aufbaugerippe auf den Fahrwerkrahmen montiert. Auch hier gilt es, jedes Bauteil so leicht und effizient wie möglich zu konstruieren. Jedes Kilo Gewicht bedeutet weniger Reserve für Ausrüstung für den Einsatz, aber gleichzeitig auch mehr Treibstoffverbrauch. Die Aufbauten links und rechts am Fahrzeug sind für zusätzlichen Stauraum von Lösch- und Bergungsgeräten gedacht. Eine Folge der großen Bandbreite, in der eine Drehleiter eingesetzt werden kann. Auch ein Drehleiterfahrzeug transportiert bei weitem nicht nur die Leiter, sondern zahlreiche weitere technische Hilfsmittel zur Brandbekämpfung und Rettung. Jeder Zentimeter wird hier sinnvoll verplant und genutzt. Hier werden ca. 200 Drehleiterfahrzeuge jedes Jahr gefertigt, die von Ulm aus in die ganze Welt vertrieben werden. So auch die Tanklöschfahrzeuge, die in einer weiteren Halle montiert werden. Auch hier werden mehrere Fahrzeugtypen mit unterschiedlicher Größe und Ausstattung hergestellt. Wie bei den Drehleitern werden Fahrerkabine sowie Fahrwerk und Aufleger direkt von den gewünschten Herstellern geliefert. Alfred Bittlingmeier betreut die Produktion seit Jahrzehnten und kennt praktisch jede Schraube an den Löschfahrzeugen. Wir haben hier nun dieses LKW-Fahrgestell, wie es vom Hersteller uns angeliefert wurde. Das passt aber für den feuerwehrtechnischen Aufbau nicht in allen Punkten. Zum Beispiel im Rahmenüberhang müssen wir noch einige Abänderungen durchführen, um für einen optimalen Einbau der Feuerwehrpumpe zu sorgen. Auf der über 300 Meter langen Fertigungsstraße werden bis zu 70 Fahrzeuge gleichzeitig in unterschiedlichen Stationen aufgebaut. Eine der ersten Bauphasen ist hierbei der Zuschnitt der Metallplatten für Boden, Dach und Seitenflächen. Hier werden bereits per Computersteuerung alle Einlässe und Öffnungen für spätere Bauelemente freigesägt. Hier wird nun die Öffnung für den Schaumtank hergestellt und die Öffnung für den Wassertank. Eine Spezialkreissäge sorgt für den perfekten Schnitt. Ein Millimeter am Ziel vorbei und die Platte ist wertlos. Entsprechend behutsam gehen die Techniker bei ihrer Arbeit vor. Im Gegensatz zur klassischen Automobilproduktion kommt hier nichts von der Stange, sondern jedes Fahrzeug ist praktisch ein Unikat. Entsprechend unterschiedlich gestalten sich auch die Anforderungen für den Zuschnitt. Ist der erfolgt, kommt die Platte zum Ausgangspunkt der Fertigungsstraße. Hier befindet sich der Punkt Null für jedes Löschfahrzeug. Nach einer Begradigung der Kanten kann mit dem Aufbau der einzelnen Leichtmetallelemente begonnen werden. Aus unzähligen Einzelteilen entsteht Schritt für Schritt ein hochmodernes Löschfahrzeug. Für den Zusammenbau hat man sogar eine eigene Technik entwickelt. Wir kommen nun zum Aluminiumbereich. Hier werden in einem Baukastensystem die Feuerwehraufbauten hergestellt. Hierzu hat unsere Firma ein spezielles Baukastenprofil entwickelt aus unterschiedlichen Profilen. Und mit derartigen Schraubnotenverbindern können nun diese Profile flexibel und variabel verschraubt werden. Der Anblick könnte einen Laien schnell zur Verzweiflung bringen. Es gleicht einem Puzzlespiel. Jahrelange Routine gibt den Technikern jedoch die Sicherheit für den richtigen Blick und das richtige Teil. Nach und nach entsteht der sogenannte Koffer des Fahrzeugs. Er ist zum einen Hülle, aber auch Stauraum für alle notwendigen Werkzeuge und Utensilien beim Einsatz. In unterschiedlichen Etappen verbauen die Mechaniker die Streben und verkleben schließlich die Seitenteile an der Konstruktion. Auch hier setzt man auf leichte, aber dennoch strapazierfähige Materialien. Letztlich ist auch das Löschfahrzeug bei der Fahrt und beim Einsatzort enormen Kräften ausgesetzt, ob bei Hochwasser im Schlamm oder holprigen Straßen im Stadtgebiet. Manche Feuerwehrautos sind über 20 Jahre im Einsatz. Entsprechend hochwertig muss nicht nur das Material, sondern auch die Verarbeitung sein. Dieses Know-how haben sich Ingenieure wie Techniker über Jahrzehnte erarbeitet. Man kann auf eine über 150-jährige Geschichte und Erfahrung im Fahrzeug- und Maschinenbau zurückgreifen.
Hier in Ulm, dessen Münster schon bald zum Firmenlogo avancierte, hat man mit kleinen und pferdebetriebenen Lösch- und Leiterfahrzeugen angefangen. In der Folge machte sich das Unternehmen auch in der Fertigung von Bau- und Zugmaschinen sowie auch Bussen einen Namen. Vom Motor über Fahrwerk und Aufbauten wurde alles aus einer Hand produziert. In den 20er Jahren war Magirus eines der bedeutendsten Unternehmen in Deutschland und zählte über 2000 Mitarbeiter. Danach wechselten oft die Besitzer und Beteiligungen. Was jedoch blieb, war der Name. Magirus. Heute konzentriert man sich ausschließlich auf den Aufbau von Lösch- und Drehleiterfahrzeugen, wenngleich die Pumpen hierzu noch selbst konstruiert und gebaut werden. Kein Wunder, ist das Hightech-Gerät auch Herzstück jedes Löschfahrzeuges. Im Innern der Pumpe sind zwei solcher Pumpenlaufräder vorhanden. Die erste Stufe nimmt das Wasser auf aus der Wasserentnahmestelle und übergibt sie an die zweite Stufe, die dann den gewünschten Ausgangsdruck erzeugt. Sind alle notwendigen Teile in und an der Pumpe montiert, wird sie an den großen Wassertank verbaut. Je nach Größe des Fahrzeuges umfasst der Tank ein Volumen für bis zu 10.000 Liter Wasser. Gerade in entlegenen Regionen, in denen man nicht auf Hydranten oder direkte Wassereinspeisung zurückgreifen kann, ist der Tank von großer Bedeutung. Neben Wasser kann das Fahrzeug zudem auch noch mit Schaum, Pulver und CO2 als Brandbekämpfung ausgestattet werden. Jetzt gilt es, den Tank millimetergenau auf die Karosserie aufzusetzen. Ein spannender Moment, bei dem gleich mehrere Mitarbeiter im Einsatz sind. In diesem Arbeitsplatz wurde die Hochzeit durchgeführt. Das heißt, die Vereinigung von dem Fahrgestell mit dem eigentlichen Herzstück des Feuerwehraufbaus, nämlich der Feuerlösch-Dreisel-Pumpe und dem Wassertank. Der Wassertank hat 3000 Liter Inhalt und die Pumpe hat eine Pumpenleistung von 2000 Litern pro Minute. In einer anderen Fertigungsstraße baut man inzwischen die Rollos für die Stauräume ein. Auch hier bedient man sich natürlich einer Leichtbauweise. Wichtig ist, dass die Rollläden leicht und einfach zu bedienen sind, denn auch hier geht es im Einsatz um Sekunden. Ein weiteres Bauelement ist das Blaulicht. Klar soll das Blaulicht in erster Linie funktional und weit sichtbar sein, aber auch das Thema Design spielt beim Bau eine immer größere Rolle. Auch die Blaulichter sind natürlich ein wichtiges Bestandteil aller Feuerwehrfahrzeuge. Früher waren die Blaulichter freistehend am Aufbau montiert. Heute wünschen sie meisten Kunden integriert in die Kunststoffheckverkleidung, damit das Fahrzeug einen harmonischen Abschluss nach hinten bekommt. Neben dem akustischen Signal gab es auch ein optisches Signal. Als die ersten fertiggezogenen Feuerwehreinheiten mit Spritzen und Leitern ausgerückt sind, waren Fackeln das Signal. Nur die Feuerwehr hatte Fackeln an ihren Wägen, an ihren fertiggezogenen Wägen. Diese Fackeln hat man sehr weit gesehen. Als dann die Automobile kamen, war Strom dabei. Dann hat man rotes Blinklicht auf die Automobile gebaut. Und erst 1938, 36 hat man festgestellt, dass man dieses Rotlicht sehr weit sieht. Aber in Vorbereitungen eines Krieges wollte man ein Licht, das man nicht weit sieht. Und Kobaltblau war dann die Farbe, die man nicht weit gesehen hat. Feindliche Flieger konnten dieses Kobaltblau eben nicht so sehen. Darum war ab 38 vorgeschrieben, Rotlichtscheiben auszutauschen gegen blaue Scheiben. Und daher kommt es, dass das Kennlicht blau ist. Für die Wiedererkennung der Feuerwehrautos ist natürlich auch die Lackierung entscheidend. Wenngleich es hier von Bundesland zu Bundesland kleine Abweichungen in der Farbgebung sowie in der Gestaltung und Anordnung gibt. In der Fertigungsstraße kommt es zur zweiten Hochzeit. Hier wird der Karosseriekoffer über die Tank- und Pumpeneinheit geführt. Jetzt zeigt sich, ob die Monteure exakt und passgenau gearbeitet haben. Jedes Fahrzeug ist anders. Insofern müssen sich die Techniker immer wieder auf neue Maße einstellen. Ein Fehler würde die Produktion empfindlich stören. Daher ist die Erleichterung jedes Mal groß, wenn alle Schraubverbindungen deckungsgleich sind. Zurück in den Produktionshallen für die Drehleiter. Auch hier bahnt sich ein großer Moment an. Das Drehgetriebe der Drehleiter wird auf das Fahrzeug gehoben und mit dem Unterbau verbunden. In den 20er Jahren wurde das erste motorisierte Drehleiterfahrzeug von Magirus gebaut.
Heute, über 80 Jahre später, hat sich am Grundaufbau und dem Prinzip der Technik kaum etwas verändert. Entsprechend lebt der Geist und die Vision von Konrad Dietrich Magirus in jedem der hochmodernen Fahrzeuge auch weiter. Deshalb ist es für alle Beteiligten immer wieder ein bewegender Moment, wenn die sogenannte Hochzeit bei der Drehleiterfertigung fast schon zelebriert wird. Man verspürt in den Gesichtern des Teams auch einen gewissen Stolz. Schließlich hat mit der berühmten Ulmer Leiter der Aufstieg im wahrsten Sinne des Wortes begonnen. Eine weitere unersetzliche Komponente ist der Rettungskorb. Mit ihm ist man in der Lage, Opfer auch liegend aus Gefahrensituationen zu retten. Zudem sind im Korb auch wichtige Kommunikationseinheiten eingebaut, die einen perfekten Dialog zwischen den einzelnen Einsatztruppen sowie dem Kommando ermöglichen. Wir haben für unsere Drehleitung zwei verschiedene Korbarten, einmal mit 300 Kilo Nutzlast und einmal mit 400 Kilo Nutzlast. Da jedes Fahrzeug individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Feuerwehr hergestellt wird, erfolgen immer wieder Zwischenabnahmen. Zudem möchten die Männer natürlich möglichst frühzeitig einen Blick auf ihr neues Gefährt werfen. So können die neuen Besitzer auch miterleben, wenn in die Drehleiter zum ersten Mal Leben eingehaucht wird und sich Hightech fast schon filigran wie eine Schlange durch die Testhalle schlängelt. Drehleitern sind heute hochkomplexe und sensible Konstrukte, in denen ein intelligentes Innenleben mit einer robusten Außenhaut in Einklang gebracht wird. Hier am Drehleiterprüfstand erwacht die Drehleiter das erste Mal zum Leben. Hier werden alle elektrischen, mechanischen und hydraulischen Funktionen überprüft, Software aufgespielt und eine komplette Funktionsprüfung einer jeden Drehleiter durchgeführt. In der Fertigungsstraße der Löschfahrzeuge sind die Elektriker inzwischen dabei, Kabelstränge und Kabelbäume quer durch das Fahrzeug zu verlegen. Eine Arbeit, die nicht nur Fachkenntnis, sondern auch Geschicklichkeit und ein gutes Auge abverlangt. Mit jeder neuen Baureihe wächst auch die Technologie und damit die Anzahl an Kabeln und Verbindungen. Ja, um die hohen Komfort- und Sicherheitsvorschriften zu erfüllen, ist heute die Elektronik ein unverzichtbares Bauteil bei allen Feuerwehrfahrzeugen. Und so haben wir heute in so einem modernen Feuerwehrfahrzeug über 3000 Meter Stromverkabelungen eingebaut. Die Stromverkabelungen versorgen Sicherheitseinrichtungen wie Pumpenschaltungen, wie Pumpendruckregelanlagen, sorgen auch dafür, dass automatisch die Innenbeleuchtungen der Geräteräume an- und ausgehen oder dass der Fahrer erkennt, welcher Rollladen eventuell noch geöffnet ist. Von Kindesbeinen an erkennt man die Feuerwehr an drei markanten Zeichen und Symbolen. Die rote Farbe, das Blaulicht auf dem Dach und natürlich das berühmte Martinshorn. Was kaum jemand weiß, hinter letzterem steckt sogar ein tieferer Sinn und eine kleine musikalische Historie. Ja, wie bei der Jagd, so gibt es auch bei der Feuerwehr Signale, früher Horn- und Trompetensignale. Und bei den Feuerwehrfahrzeugen heute sind solche ventillosen Trompeten, man kann sie auch als Fanfaren bezeichnen, auf dem Dach montiert. Und über einen Druckluftkompressor wird dann die Luft erzeugt, die früher der Trompeter gemacht hat. So das berühmte Tatütata hat man heute noch auf jedem modernen Feuerwehrfahrzeug. Alarmsignal wurde früher mit der Trompete geblasen. Es hatte eine Melodie und einen Text. Der Text heißt Feuerwehr gleich herbei, es brennt, es brennt, es brennt. Und dieses es brennt, es brennt, es brennt wurde dann übernommen als akustisches Signal für das Einsatzhorn bei der Feuerwehr. Tatü, tatü, tatü. Es brennt, es brennt, es brennt. Das Horn ist überall gleich, ansonsten aber gibt es große Unterschiede. Ja, viele meinen, Feuerwehrautos sind alle rot und sind alle gleich. Das ist natürlich nicht der Fall. Jedes Fahrzeug wird individuell hergestellt. Zum Beispiel bei diesem Fahrzeug mit einem abklappbaren Hinterachskotflügel, sodass man bequem und ergonomisch hier die Geräte entnehmen kann. Unterm Heck des Fahrzeuges hat dieser Kunde auch einen pneumatischen Lichtmast anbauen lassen, der bis 7 Meter Lichtpunkthöhe ausgefahren werden kann. Von der Fertigungsstraße rollen die Brandbekämpfer schließlich in die Abnahmehalle. Hier werden noch kleine Korrekturen bzw. Fittings vorgenommen, um das Fahrzeug endgültig für den Export oder die Abholung vorzubereiten. In über 100 Ländern sind die Fahrzeuge im Einsatz.
Von den Wüsten am Golf über weite Flächen in Russland bis hin zu engen Häuserschluchten in Hongkong. Entsprechend gestaltet sich nicht nur Fahrwerk, Bereifung und Aufbau, sondern auch die Bestückung der Fahrzeuge. Hier hat jede Feuerwehr und jedes Land unterschiedliche Präferenzen für die Ausstattung. Mit der Einsatzbreite wächst auch die Ausstattungsliste von Modell zu Modell. In einem solchen modernen Feuerwehrfahrzeug sind heutzutage zwischen 400 bis 500 unterschiedliche Ausrüstungsteile enthalten. Beginnen vom einfachen Schlauch bis hin zu komplizierten hydraulischen Rettungsgeräten. Und das Gewicht dieser feuerwehrtaktischen Beladung ist rund 1,5 Tonnen. So, hier haben wir ein Universalfahrzeug, ein Fahrzeug, das sich für alle möglichen Einsätze eignet, der Feuerwehr, mit 9 Mann Besatzung und eine Unmenge an Ausrüstung und Geräten, 2000 Liter Löschwasser zusätzlich, zum Beispiel Stromgenerator. Wir haben hier 13.000 Watt Strom dabei. Wir haben Beleuchtungsgeräte, Kabeltrommeln, Warngeräte, also Blitzlampen dabei. Wir haben Überdruckgebläse dabei, um den Rauch aus dem Gebäude herauszublasen. Wir haben eine Schaumzumischung und die ganze klassische Löschbeladung weiterhin auf diesem Fahrzeug. Auf der linken Seite dieses Fahrzeuges sind die hydraulischen Rettungsgeräte gelagert, die man benötigt, um bei Verkehrsunfällen die Fahrzeuge aufzuschneiden, Spreizer und Schere, Rettungszylinder, Pedalschneider und das weitere Zubehör. Durch Herausklappen kommt man an die hinteren Geräte, kann dann das Fahrzeug besteigen und dann weitere Geräte aus dem Fahrzeuginneren entnehmen. Ja, für jeden Zweck das richtige Feuerwehrfahrzeug. Hier zum Beispiel ein Fahrzeug für den Geländeeinsatz, Waldbrand, Buschbrand, Einsätze im ländlichen Bereich, ein Fahrzeug mit 3000 Liter Wassertank und einer Einzelbereifung auf der Vorderachse und auf der Hinterachse die gleiche Bereifung. Die Vorderachse gräbt die Spur und die Hinterachse kann in dieser vorbereiteten Spur das Fahrzeug mit voller Kraft zur Einsatzstelle schieben. Die Drehleitern werden nach ersten Grund- und Software-Tests nun auch auf dem Freigelände in unterschiedlichen Szenarien und Belastungsbereichen getestet. Die Herausforderung besteht darin, sowohl bei einem Häuserbrand in 60 Metern Höhe ebenso sicher und effizient zu arbeiten, wie bei einer Rettung aus einem See- oder Flussbett. Ziel ist es, die Drehleiter so zu konstruieren, dass sie sich möglichst schnell den Gegebenheiten anpasst und mit ihr rasch der Rettungs- oder Löscherfolg erzielt werden kann. Letztendlich kann sie nur von der Physik gestoppt werden. Wie schon die alten Römer oder das Bau des Römer Münster verwendet, wird hier mit einem Lot die Ausladung von der Fahrzeugaußenkante bis zur Vorderkante des Rettungskorbes ermittelt. Wir sind nun in dieser Position an einer 4-Personen-Grenze und werden hier nun eine Prüflast von 440 Kilo aufbringen, was der normalen Abschaltgrenze an dieser Position entspricht. Die Leiter muss nicht nur ihr eigenes Gewicht, sondern natürlich auch das der Feuerwehrleute und deren Gerät tragen und in der Balance halten. Hinzu kommen Rettung und Bergung von Opfern. Alle Szenarien fließen hier ein und werden vom Computer berechnet. Mit diesem Gerät wird die Überlast im Rettungskorb simuliert. Wir werden nun hier eine Last von 440 Kilogramm aufbringen. Hier hört man nun das Signal. Das Signal bedeutet Erreichen der Belastungsgrenze. Die Leiter wird automatisch gestoppt, um die Einsatzkräfte zu sichern. Die Schwerkraft ist ein Gegner, mit dem sich die Drehleiter auseinandersetzen muss. Hinzu kommen aber auch unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten sowie Neigungen und Steigungen am Einsatzort. Wichtig ist, dass der Leitersatz und der Rettungskorb stets waagrecht bleiben. Mittels zweier Hydraulikzylinder können Schieflagen bis zu 10 Grad oder 18% ausgeglichen werden. Das Drehgetriebe bleibt somit immer in der Waagrechten, egal wie schräg
das Fahrzeug steht. Dank der Technik hat sich auch das Einsatzgebiet der Drehleiter enorm erweitert. Ein Meilenstein ist hier gewiss die neuartige Gelenktechnologie, wodurch man auch Überhänge und Vorsprünge überwinden kann. So gewinnt die Drehleiter im Löschzug immer mehr an Bedeutung. Drehleitern können natürlich nicht nur in die Höhe fahren. Sie können auch standardmäßig bis zu 17 Grad Unterflurbereich abdecken, um Personen aus Schächten oder Baugruben zu retten. Hat man dazu noch eine Gelenkarmleiter wie hier, dann kann eine maximale Tiefe von 5,7 Metern unter der Fahrzeugaufstellfläche erreicht werden. Ein Grund, warum die Leiter auch immer häufiger bei Unfällen zum Einsatz kommt. Um diese auch schnell und sicher zu erreichen, benötigen die Fahrzeuge auch reichlich Kraft unter der Haube. Der Einsatz am Ort muss genauso sicher sein wie die Fahrt. Auch diese Szenarien werden auf einer eigens hierfür gebauten Teststrecke mit Steilkurve getestet. Hierdurch kann man auch höhere Geschwindigkeiten in der Kurve erzielen und die Kräfte berechnen. Wir befinden uns hier auf unserer Teststrecke. Auf dieser Teststrecke erproben wir unsere Feuerwehrfahrzeuge in der Kombination Fahrgestell, Aufbau, komplett mit Wasser und der Ausrüstung beladen, im Bremsverhalten, Beschleunigungsverhalten, im Schleuderversuch. Die 1927 gebaute Drehleiter KL27 hatte lediglich 70 PS unter der Haube und schleppte sich mit rund 45 km/h zum Einsatzort. Heute werden die Fahrzeuge je nach Größe und Ausstattung mit bis zu 400 PS betrieben und können mehr als das Doppelte an Geschwindigkeit erreichen. Eine zügige, aber auch sichere Anfahrt zum Einsatzort ist daher auch Garant für eine effektive Bekämpfung und Rettung im Notfall. Wie bei den klassischen Automobilen auch, werden die Fahrzeuge mit unterschiedlichen Szenarien, wie zum Beispiel Aquaplaning und verschiedenen Bodenbelägen, konfrontiert. Die Königsklasse ist gewiss das überdimensionale und durchaus imposante Löschfahrzeug für die Flughäfen mit ihrer beeindruckenden Löschkraft. Der Dragon speit hier zwar kein Feuer, sondern kraft- und wirkungsvoll Wasser aus mehreren Pumpen. Angetrieben von erstaunlichen 1200 PS erreicht der Dragon bereits in 25 Sekunden über 80 km/h. Wenn es der Einsatz erfordert, beschleunigt der Gigant auf bis zu 135 km/h. Und das, obwohl sich bis zu 17.000 Liter Wasser in seinem Bauch befinden. Zusätzlich kann das Fahrzeug noch 1.500 Liter Schaum auf den Brandherd werfen, gerade bei einem Flugzeugunglück unverzichtbar. Bemerkenswert ist, dass der Dragon sogar während der Fahrt löschen kann. Der Dragon wird in unterschiedlichen Größen gebaut, als Sechsachser oder in der großen Variante mit 8 Achsen. Selbstverständlich sind beide Fahrzeuge allradbetrieben. Eine gelungene Kombination aus Kraft, Schnelligkeit und Intelligenz. Der erste Drachen, der Wasser spuckt und Feuer bekämpft. Von dieser Technik konnten die Feuerwehrmänner Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts nur träumen. Ihre Einsätze waren oft mit einem Himmelfahrtskommando vergleichbar. Die Verluste waren entsprechend groß. Schon damals galt die Devise, möglichst nah an den Brandherd heranzukommen, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Doch durch die unzureichende Ausrüstung und Bekleidung waren die Männer häufig selbst in Gefahr, Opfer der Flammen zu werden. Heutzutage ist die Feuerwehr spätestens in 10 Minuten am Einsatzort. Und dank der elektronischen Unterstützung heißt es schon nach wenigen Minuten Wassermarsch. Früher war man in erster Linie auf Mechanik und Muskelkraft angewiesen, daher verzögerte sich der Löscheinsatz. Eines jedoch vereint die Feuerwehrleute damals wie heute: Mut, Disziplin, Kameradschaft und Charakterstärke. Das Feuerwehrwesen wurde in der Anfangszeit in den Mitte des 19. Jahrhunderts sehr stark von militärischen Disziplin abgeleitet und von militärischen Organisationen. Es war dann oft so, dass Kommandanten auch alte Offiziere waren, die im Militärzeit was gelernt haben und die Disziplin in die Feuerwehr gebracht haben. Im Übrigen gibt es bei der Feuerwehr eine klassische Kommandostruktur und deshalb wird bei der Feuerwehr auch und historisch sowieso sehr viel exerziert und auch durchorganisiert und durchkommandiert. Und ein Befehl, ein Einsatzbefehl, das hängt durchaus mit militärischen Grundstrukturen zusammen. Nur durch die klaren Regeln und Kommandos bekommt man die oft chaotischen Zustände am Unfallort auch in den Griff.
Hier an der Baden-Württembergischen Feuerwehrschule werden alle Szenarien trainiert, so Projektleiter Andreas Meyer. Hier finden Sie keine Helden oder Einzelkämpfer. Feuerwehr funktioniert nur im Team. Man sieht nichts, man hört nur prasseln, man muss sich mit den Händen orientieren. Und in solche Situationen gehe ich nicht mit dem Herrn Müller-Lüdenscheid, sondern ich gehe mit dem Franz, ich gehe mit der Martina da rein, die ich kenne, wo ich genau weiß, wie die Leute ticken und wie die auch wissen, wie ich ticke. Hier hat sich seit Gründer Konrad Dietrich Magirus nichts geändert. Es sind die stillen Helden, die sich freiwillig der Gefahr stellen, um andere zu retten. Dabei gehen sie oft bis ans Limit. Auch die Feuerwehrschule in Bruchsal ist bei weitem kein Abenteuerspielplatz für große Jungs. Ganz im Gegenteil. Wir arbeiten hier mit Rauchsimulation und auch mit einer Flamme. Natürlich eine Gasbefeuerung. Und wir kriegen natürlich auch hier im Deckenbereich Temperaturen bis 450 Grad. Dementsprechend sind die Übungen sehr realistisch. Und wir achten natürlich auch auf unsere Lehrgangsteilnehmer, dass hier die Verletzungsgefahr so gering wie möglich gehalten wird. Die hohen körperlichen Anforderungen und das Gefahrenpotenzial waren gewiss die wichtigsten Argumente, warum die Einsätze bis vor einigen Jahren fast ausschließlich von Männern durchgeführt wurden. Im 20. Jahrhundert wäre eine Frau am Brandherd undenkbar gewesen. Das hat sich inzwischen geändert. Teamgeist, soziale Kompetenz und Zuverlässigkeit sind oft wichtiger als Muskelkraft. Aber es gibt noch mehr Gründe, gerade als Frau in der Feuerwehr den Traumjob zu finden. Einfach abwechslungsreiches Arbeiten, Vielfältigkeit, einfach Spaß mit anderen Leuten zusammenarbeiten, Teamgeist im Vordergrund zu stellen und ja, einfach jeden Tag neue Herausforderungen gewachsen zu sein. Die Anforderungen an die Feuerwehr sind gewachsen. Binnen Sekunden müssen die Retter die Situation analysieren, handeln und dabei das eigene und das Leben der Kameraden schützen. Es ist sicherlich so, dass die Einsatzleiter an der Einsatzstelle auf jeden Fall immer den eigenen Schutz voranstellen. Also es macht keinen Sinn, ein unnötiges Risiko einzugehen für eine vielleicht vermeintlich noch befindliche Person in einem Gebäude, wenn ich aber weiß, ich schicke dort zwei gesunde Feuerwehrmenschen in diesen Innenangriff rein. Also damit möchte sich niemand belasten. Die Feuerwehr ist im Übrigen die letzte Institution in Deutschland, die über zwei Jahrhunderte höchstes Ansehen und größte Beliebtheit in der Bevölkerung genießt. Die Gesellschaft hat sich verändert. Das Bild der Feuerwehr ist geblieben. Ihre Tugenden sind ein Vorbild für alle Menschen. Ihr Mut und ihre freiwillige Einsatzbereitschaft vermitteln Stolz und Anerkennung und verdienen höchsten Respekt. Jeden Tag, jede Stunde. Einmal, zweimal, zehnmal. Morgens, am Mittag, in der Nacht. Feuerwehr im Einsatz. Bei Kälte, bei Hitze, bei Regen. Jeden Tag und jede Nacht. Auf dem Lande und in der Stadt. Berufswehren und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr. Männer, die einen der gefährlichsten Berufe der Welt haben. Zehntausende von Feuerwehrleuten gibt es. Und Hunderttausende, die hinter ihnen stehen. Die ihnen helfen, ihnen das Rüstzeug für den Kampf gegen den Roten Hahn schaffen. Moderne Fahrzeuge, modernes Gerät. Präzisionsarbeit verrichtet in dem Bewusstsein, dass jeder Fehler, jede Nachlässigkeit Menschenleben kosten kann. Unter den Helfern der Männer mit dem Lederschutz im Nacken steht in vorderster Linie Magirus. Nicht erst seit gestern. Seit mehr als 100 Jahren. Inzwischen seit mehr als 150 Jahren. Konrad Dietrich Magirus hat die Feuerwehr nicht nur technisch, sondern auch menschlich geprägt. Er hat die ersten Leitlinien für seine Turner und Feuerwehrleute erstellt, die bis heute noch Bestand haben. Es sind die Männer auf den Leitern, hinter den Spritzpumpen und unter den Gasmasken. Es ist dieser ganz besondere Menschenschlag, der in der Lage ist, diese Leistung im Team abzurufen. Die Einsätze schweißen zusammen, bilden ein blindes und unverrückbares Vertrauen. Gemeinsam verdrängt man die Gefahr, selbst zum Opfer zu werden. Vor 150 Jahren waren es in erster Linie Häuserbrände. Heute kämpft man in U-Bahnen, an Flughäfen und bei Gifttransporten. Gewiss hat sich die Technik enorm entwickelt. Dennoch lauert immer wieder die Gefahr. Zum Abmarsch fertig! Natürlich ist sich jeder seiner Gefahr bewusst. Jeder geht auch mal
ein gewisses Risiko ein. Aber auch hier muss eine Führungskraft darauf achten, dass hier nicht über die Stränge geschlagen wird. Einerseits ist es die Aufgabe, aus der viele Feuerwehrmänner ihre Motivation schöpfen. Andererseits muss diese aber auch bewältigt werden. Sie kommen binnen Sekunden von 0 auf 100, werden mit Chaos, Leid, Tragik, Toten, Verletzten und Tränen konfrontiert. Diese Einsätze müssen auch verarbeitet und besprochen werden, um seelisch nicht gänzlich abzustumpfen. Ihre Sensibilität ist wichtig, um im Ernstfall auch intuitiv richtig zu handeln. Insofern begehen alle nach dem Einsatz ein typisches Ritual. Also was Sie jetzt mitbekommen, das sieht so aus, als wäre es nur einfach das Aufräumen und wieder das Fahrzeug in Einsatzbereitschaft zu stellen. Aber es ist mehr. Es ist zum einen, dass jeder für sich mal ein bisschen den Film rückwärts laufen lässt. Was für Eindrücke habe ich da jetzt mitgenommen? Und dann natürlich auch dieses Zusammenstehen, zusammen miteinander reden, um mitzubekommen. Das, was mich bewegt, bewegt nicht nur mich, sondern auch einen anderen von meinen Leuten. Häufig kennen sich die Feuerwehrleute seit Jahren aus ihrem Verband oder dem gemeinsamen Einsatz im Löschzug. Dieses Vertrauen ist eine große Stütze bei der Verarbeitung. Dies ist heute nicht anders als zu Beginn des Feuerwehrwesens. Es waren Freunde, Bekannte, Kollegen und Vereinskameraden, die hier gemeinsam am Strang zogen und sich den Flammen zur Wehr setzten. Seit Jahrzehnten werden die Metropolen in erster Linie von Berufsfeuerwehren geschützt, wodurch die Strukturen anonymer wurden. Die ländlichen Regionen werden jedoch bis heute zu fast 100% von den freiwilligen Feuerwehren geschützt. Im Dritten Reich wurde die Feuerwehr der Polizei unterstellt und zur Feuerschutzpolizei umbenannt. Eine ungewohnte Situation für die stillen Helden. Aus diesen Zwängen konnte sie sich nach dem Krieg befreien. Feuerwehrleute wollen stets unabhängig bleiben und keinerlei Machtposition einnehmen. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Ein Grund, warum die Feuerwehr über den Zeitraum ihrer Geschichte stets einen positiven Eindruck in der Gesellschaft hinterlassen hat. Dieses Phänomen hat übrigens nicht nur für Deutschland Bestand, sondern gilt weltweit. In Rio de Janeiro ebenso wie natürlich ganz besonders in New York. Also es ist so, die Feuerwehren haben sich sehr gut entwickelt von Süddeutschland aus im ganzen deutschsprachigen Raum. Prächtig entwickelt. Berlin hat sogar 1850 schon eine Berufsfeuerwehr gegründet und aufgestellt, weil sie eben das nicht mit Freiwilligen bewerkstelligt haben. Und so haben sich die Feuerwehren wirklich prächtig entwickelt bis in die heutige Zeit. Heute gibt es 100 Berufsfeuerwehren im Bundesgebiet sowie über 22.000 freiwillige Feuerwehren. Insgesamt sind über 1 Million Bundesbürger in einer Feuerwehr aktiv. Eine erstaunliche Zahl. Inzwischen auch rund 70.000 Frauen. Bereits bei der Fahrt zum Unfallort werden taktische Maßnahmen durchgesprochen. Dabei sind die Einsatzkräfte beileibe nicht nur Feuerwehrmänner. Es sind absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet. Sie müssen chemische Zusammenhänge ebenso schnell und klar analysieren wie physikalische. Sie bringen medizinisches Wissen ebenso an den Unfallort wie absolute Fitness, Ausdauer und Nervenstärke. Sie sind Maschinisten, Rettungssanitäter, Schlosser, Elektriker, Mechaniker, Zimmermänner, Techniker, Mechatroniker und auch manchmal Seelsorger. Kurz, sie sind die Deutsche Feuerwehr. Und wenn jemand was freiwillig macht, ist es ja von hoher Wichtigkeit und auch
nebenbei kostengünstig. Kein Wunder also, dass die Feuerwehr bis heute höchstes Ansehen in der Bevölkerung genießt. Mit ihr verbindet man mutige, charakterstarke und vertrauensvolle Männer, die sich freiwillig für das Gemeinwohl einsetzen. Magirus ist seinen Ulmer Wurzeln stets treu geblieben. Hier im Donautal werden die modernsten Feuerwehrfahrzeuge zu 100% von Hand gebaut. Eine der bekanntesten ist die Drehleiter. Basiselemente sind hierbei hochfeste Stahlprofile, die zunächst auf Maß gesägt werden. Viele der Mitarbeiter sind selbst Feuerwehrangehörige und gehen mit entsprechendem Herzblut ans Werk. Nach dem Zuschnitt kommen die Stäbe in eine überdimensionale Waschmaschine und werden hier von Fett, Staub und Spänen gereinigt. Jetzt kommen die Schweißer ans Werk. Hier muss im wahrsten Sinne des Wortes jede Naht sitzen. Ein Fehler könnte fatale Folgen im Einsatz haben. Doch die Männer sind Vollprofis. Jeder von ihnen setzt Naht und Schweißpunkt auf den Millimeter genau. Hans-Ulrich Walter ist selbst Feuerwehrmann und kennt daher die Bedeutung der Schweißarbeiten. Es sind bis zu 100 Einzelteile pro Leiter, die hier von Hand zusammengeschweißt werden. Die Schweißarbeiten erfolgen in mehreren Etappen. Durch die extrem hohen Temperaturunterschiede und der daraus resultierenden Verformung der Werkstücke muss das Schweißen besonders behutsam erfolgen. Damit die Leiter in der Praxis auch hohen extremen Temperaturen gewappnet ist, wird ihr in der nächsten Abteilung mit einer speziellen Flammtechnik die notwendige Eigenspannung und Form gegeben. Das Auge ist sehr, sehr wichtig bei diesem Beruf. Man erlernt das nach einer gewissen Zeit. Zwar können sich die Arbeiter auch Messgeräten bedienen, letztendlich aber verlassen sie sich auf ihre langjährige Erfahrung und ihren geschulten Blick. Auch hier wird absolute Perfektion abverlangt. Die Leiter darf bei eisigen Temperaturen, aber auch in der Wüste, nie ihre Spannkraft verlieren. Mit dem Brenner werden falsche Krümmungen oder Unebenheiten ausgebügelt. Im Gegensatz zu handelsüblichen Leitern werden unsere Leitern beim Flammrichten vorgespannt. Das heißt, sie erhalten eine Bombierung, eine Biegung nach oben, damit sie im belasteten Zustand maximal gerade werden. Nicht nur die Leiter, auch der Großteil weiterer Bauelemente, wie zum Beispiel die Montage des Unterwagens, werden fast zu 100% von Hand produziert. Eine Maschine wäre hierzu nicht in der Lage. Hier entsteht der Unterbau einer Drehleiter, besteht aus zwei Längsprofilen, an denen verschiedene Hydraulikelemente bereits hier vormontiert werden. Dort sind alle Ventile für die Notbetätigung befestigt und werden nun verrohrt. Hier werden auch schon Vorbereitungen für den Aufbau des Drehgetriebes auf dem Hilfsrahmen getroffen und auch die Zylinder für die Federabstützung bereits angebracht. Die Aufleger werden von unterschiedlichen Herstellern geliefert, müssen jedoch vor der Montage erst konfiguriert werden, damit die eigenen Bauteile auch normgerecht verbaut werden können. Nebenan werden die Boden-, Seiten- und Deckbleche für die Geräteaufbauten der Drehleiter auf Maß gefertigt. Ein Drehleiteraufbau besteht aus über 30 verschiedenen Blechteilen. Auch hier muss millimeter- und passgenau gearbeitet werden, damit die Bleche auch bündig eingepasst werden können. Jede Feuerwehr hat bei der Ausstattung individuelle Wünsche, die dann von den Ingenieuren und schließlich von den Technikern umgesetzt werden. Was meinst du, was er macht? Nichts mehr.
Geschichte der Feuerwehr reicht bis in die Römerzeit zurück. Damals mussten sich vornehmlich Sklaven der brennenden Gefahr aussetzen. Im Mittelalter sorgten die Zünfte für die Brandbekämpfung, aber erst mit einem Mann wurde in Deutschland die Feuerwehr nachhaltig strukturiert. Konrad Dietrich Magirus. Er gilt bis heute als der Pionier in der Feuerwehrtechnik. Hier in seiner Heimatstadt Ulm entwickelte er zunächst Feuerspritzen und Leitern. Mit der sogenannten Ulmer Leiter gelang ihm 1873 der ganz große Wurf und Durchbruch. Sie war auch ein Highlight auf der Weltausstellung in Wien. Exemplare existieren heute zwar nicht mehr, aber zahllose andere Errungenschaften von Magirus, die heute von Experten wie Karl Hermann bis ins Detail dokumentiert werden. Hermann hat sich lange mit dem facettenreichen Leben von Konrad Magirus auseinandergesetzt. Also Konrad Dietrich Magirus war ein richtiger Macher. Er hat also erkannt, dass die Brandbekämpfung in den historischen Städten von Wichtigkeit ist und dass es verbessert werden muss. Und er hat sich durchgesetzt und er hat dann auch erkannt, dass die Geräte verbessert werden müssen und hat die ersten Geräte bauen lassen. Konrad Dietrich Magirus machte es sich aber nicht nur zur Aufgabe, neue Geräte zur Feuerbekämpfung zu bauen. Er strukturierte auch die Männer an der Feuerfront neu. Er brauchte nicht nur mutige, sondern auch sportliche Männer. Und die fand er in seiner Ulmer Turnerschaft. Nur sie waren anfangs in der Lage, mit schwerem Gerät in riesige Höhen zu klettern und gleichzeitig noch Brände zu löschen. Als erster Kommandant der Ulmer Feuerwehr war er stets am Puls der Zeit und kannte die Bedürfnisse und Anforderungen im Brandeinsatz. In der Folge produzierte Magirus transportable Leitern, die zunächst von Pferden und später auch von Dampfmaschinen gezogen wurden. 1893 schließlich kam die erste drehbare Leiter zum Einsatz. Ein Quantensprung erlebte die Feuerwehr mit der Motorisierung Anfang der 20er Jahre. Magirus hat etwas Wichtiges getan. Er hat zunächst auch eine Anleitung geschrieben, das Feuerlöschwesen in allen seinen Teilen, und hat das Heft, dieses Buch verbreitet. Man konnte nachlesen, wie man Feuerwehr organisieren soll und organisieren muss. Und Magirus hat Wert gelegt, dass die Leute freiwillig Dienst leisten und sich freiwillig dazu verpflichten, für eine Stadt, für eine Gemeinde, für diese Aufgabe Feuerwehr zur Verfügung zu stehen. Die Leute waren hochmotiviert, sie kamen meistens in Süddeutschland aus der Turnerschaft, weil man beim Feuer ran musste über die Leitern, und es waren akrobatische Taten. Die haben den Schlauch über die Schulter genommen und sind über die Leitern hoch ran an das Feuer. Und das waren die Turner. Und das war Magirus sein Ziel, dass die Turner sich in der Feuerwehr einbringen. Es waren immer Freiwillige. Wir haben bis heute den Begriff Freiwillige Feuerwehr, die gerne ehrenamtlich, freiwillig diesen Dienst gemacht haben und hoch motiviert waren, für die Gesellschaft, für die Stadt, für das Dorf was Gutes zu tun. Und man konnte die Leute hoch motivieren, am Brandschutz mitzuwirken, weil sie gesehen haben, dass bei Feuer alles zunichte wird und man muss dem entgegenwirken. Zeugtypen mit unterschiedlicher Größe und Ausstattung hergestellt. Wie bei den Drehleitern werden Fahrerkabine sowie Fahrwerk und Aufleger direkt von den gewünschten Herstellern geliefert. Alfred Bittlingmeier betreut die Produktion seit Jahrzehnten und kennt praktisch jede Schraube an den Löschfahrzeugen. Wir haben hier nun dieses LKW-Fahrgestell, wie es vom Hersteller uns angeliefert wurde. Das passt aber für den feuerwehrtechnischen Aufbau nicht in allen Punkten. Zum Beispiel im Rahmenüberhang müssen wir noch einige Abänderungen durchführen, um für einen optimalen Einbau der Feuerwehrpumpe zu sorgen. Auf der über 300 Meter langen Fertigungsstraße werden bis zu 70 Fahrzeuge gleichzeitig in unterschiedlichen Stationen aufgebaut. Eine der ersten Bauphasen ist hierbei der Zuschnitt der Metallplatten für Boden, Dach und Seitenflächen. Hier werden bereits per Computersteuerung alle Einlässe und Öffnungen für spätere Bauelemente freigesägt. Hier wird nun die Öffnung für den Schaumtank hergestellt und die Öffnung für den Wassertank. Eine Spezialkreissäge sorgt für den perfekten Schnitt. Ein Millimeter am Ziel vorbei und die Platte ist wertlos. Entsprechend behutsam gehen die Techniker bei ihrer Arbeit vor. Im Gegensatz zur klassischen Automobilproduktion kommt hier nichts von der Stange, sondern jedes Fahrzeug ist praktisch ein Unikat. Entsprechend unterschiedlich gestalten sich auch die Anforderungen für den Zuschnitt. Ist der erfolgt, kommt die Platte zum Ausgangspunkt der Fertigungsstraße. Hier befindet sich der Punkt Null für jedes Löschfahrzeug.
Nach einer Begradigung der Kanten kann mit dem Aufbau der einzelnen Leichtmetallelemente begonnen werden. Aus unzähligen Einzelteilen entsteht Schritt für Schritt ein hochmodernes Löschfahrzeug. Für den Zusammenbau hat man sogar eine eigene Technik entwickelt. Wir kommen nun zum Aluminiumbereich. Hier werden in einem Baukastensystem die Feuerwehraufbauten hergestellt. Hierzu hat unsere Firma ein spezielles Baukastenprofil entwickelt aus unterschiedlichen Profilen. Und mit derartigen Schraubnotenverbindern können nun diese Profile flexibel und variabel verschraubt werden. Der Anblick könnte einen Laien schnell zur Verzweiflung bringen. Es gleicht einem Puzzlespiel. Jahrelange Routine gibt den Technikern jedoch die Sicherheit für den richtigen Blick und das richtige Teil. Nach und nach entsteht der sogenannte Koffer des Fahrzeugs. Er ist zum einen Hülle, aber auch Stauraum für alle notwendigen Werkzeuge und Utensilien beim Einsatz. In unterschiedlichen Etappen verbauen die Mechaniker die Streben und verkleben schließlich die Seitenteile an der Konstruktion. Auch hier setzt man auf leichte, aber dennoch strapazierfähige Materialien. Letztlich ist auch das Löschfahrzeug bei der Fahrt und beim Einsatzort enormen Kräften ausgesetzt, ob bei Hochwasser im Schlamm oder holprigen Straßen im Stadtgebiet. Manche Feuerwehrautos sind über 20 Jahre im Einsatz. Entsprechend hochwertig muss nicht nur das Material, sondern auch die Verarbeitung sein. Dieses Know-how haben sich Ingenieure wie Techniker über Jahrzehnte erarbeitet. Man kann auf eine über 150-jährige Geschichte und Erfahrung im Fahrzeug- und Maschinenbau zurückgreifen. Hier in Ulm, dessen Münster schon bald zum Firmenlogo avancierte, hat man mit kleinen und pferdebetriebenen Lösch- und Leiterfahrzeugen angefangen. In der Folge machte sich das Unternehmen auch in der Fertigung von Bau- und Zugmaschinen sowie auch Bussen einen Namen. Vom Motor über Fahrwerk und Aufbauten wurde alles aus einer Hand produziert. In den 20er Jahren war Magirus eines der bedeutendsten Unternehmen in Deutschland und zählte über 2000 Mitarbeiter. Danach wechselten oft die Besitzer und Beteiligungen. Was jedoch blieb, war der Name Magirus. In der Zwischenzeit nimmt der Leitersatz Form und Gestalt an. Von einer handelsüblichen Stehleiter ist dieses Hightech-Gerät weit, sehr weit entfernt. Hier werden nun die Leiterteile zusammengeschoben, nachdem sie vom Lackieren und Pulverbeschichten zurück sind. Je nach Modell erreichen die Leitern eine Höhe von 27 bis 60 Metern. Damit sie auch in dieser Höhe sicher ausfahrbar und bedienbar sind, ist nicht nur ein spezieller Edelstahl notwendig, sondern auch eine ausgeklügelte Technologie und Steuerung, die heutzutage natürlich von Computern unterstützt wird. So war die Einführung der Single Extension, eine völlig neue Auszugstechnik der Drehleiter, gewiss ein Meilenstein. Hierdurch kann die Drehleiter noch individueller und flexibler zum Einsatz gebracht werden. Ein wichtiger Bestandteil der Drehleiter ist auch die Kommunikationseinheit. An dieser Station werden die ganzen elektrischen Verbindungen im Leitersatz, in den Leitersatz eingezogen. Das heißt, die Verbindungen vom Rettungskorb hinunter bis zu den Rechnern im Drehgetriebe. Die elektrischen Verbindungen dienen der Kommunikation und auch der Stromversorgung im Rettungskorb. Damit das enorme Gewicht einer bis zu 60 Meter hohen Leiter auch in Extremsituationen reibungslos funktioniert, bedarf es natürlich auch einer entsprechenden Hydraulik im Unterbau. Enorme Kräfte ziehen beim Einsatz am Material. Jedes Hydraulikelement wird vor dem Einbau getestet und auf mögliche Undichtigkeiten überprüft. Um Verunreinigungen zu vermeiden, bedient man sich einer speziellen Druckluftpistole. Im Anschluss werden die filigranen Hydraulikleitungen verbaut. Mit jeder technischen Innovation steigt auch die Anforderung an die Arbeiter. Hier wird das Drehgetriebe, also das Untergestell für die Leiter, für den Leitersatz, wird hier mit Hydraulikkomponenten bestückt und gleichzeitig geprüft. Der Unterbau muss mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Er muss zum einen möglichst geringes Eigengewicht mit sich bringen, um auch ökologische wie ökonomische Vorgaben zu erfüllen, aber auch gleichzeitig Halt, Balance und Mobilität für eine tonnenschwere Leiter garantieren. Insbesondere das Gesamtgewicht der Drehleiter bei stetig steigender Leiterhöhe ist immer wieder eine Herausforderung für die Ingenieure.
Hier sehen wir nun ein vervollständigtes Drehgetriebe. Die Hydraulikkomponenten wie die Ausfahrwinde, Aufrichtzylinder, die Zylinder für die Neigebewegung und auch schon der Bedienstand ist bereits eingebaut. Auf diesem Aufrichtrahmen wird nachher die Drehleiter befestigt und die Drehleiter wird damit angehoben bzw. geneigt. Parallel dazu wird das Aufbaugerippe auf den Fahrwerkrahmen montiert. Auch hier gilt es, jedes Bauteil so leicht und effizient wie möglich zu konstruieren. Jedes Kilo Gewicht bedeutet weniger Reserve für Ausrüstung für den Einsatz, aber gleichzeitig auch mehr Treibstoffverbrauch. Die Aufbauten links und rechts am Fahrzeug sind für zusätzlichen Stauraum von Lösch- und Bergungsgeräten gedacht. Eine Folge der großen Bandbreite, in der eine Drehleiter eingesetzt werden kann. Auch ein Drehleiterfahrzeug transportiert bei weitem nicht nur die Leiter, sondern zahlreiche weitere technische Hilfsmittel zur Brandbekämpfung und Rettung. Jeder Zentimeter wird hier sinnvoll verplant und genutzt. Hier werden ca. 200 Drehleiterfahrzeuge jedes Jahr gefertigt, die von Ulm aus in die ganze Welt vertrieben werden. So auch die Tanklöschfahrzeuge, die in einer weiteren Halle montiert werden. Auch hier werden mehrere Fahrzeuge. Heute konzentriert man sich ausschließlich auf den Aufbau von Lösch- und Drehleiterfahrzeugen, wenngleich die Pumpen hierzu noch selbst konstruiert und gebaut werden. Kein Wunder, ist das Hightech-Gerät auch Herzstück jedes Löschfahrzeuges. Im Innern der Pumpe sind zwei solcher Pumpenlaufräder vorhanden. Die erste Stufe nimmt das Wasser auf aus der Wasserentnahmestelle und übergibt sie an die zweite Stufe, die dann den gewünschten Ausgangsdruck erzeugt. Sind alle notwendigen Teile in und an der Pumpe montiert, wird sie an den großen Wassertank verbaut. Je nach Größe des Fahrzeuges umfasst der Tank ein Volumen für bis zu 10.000 Liter Wasser. Gerade in entlegenen Regionen, in denen man nicht auf Hydranten oder direkte Wassereinspeisung zurückgreifen kann, ist der Tank von großer Bedeutung. Neben Wasser kann das Fahrzeug zudem auch noch mit Schaum, Pulver und CO2 als Brandbekämpfung ausgestattet werden. Jetzt gilt es, den Tank millimetergenau auf die Karosserie aufzusetzen. Ein spannender Moment, bei dem gleich mehrere Mitarbeiter im Einsatz sind. An diesem Arbeitsplatz wurde die Hochzeit durchgeführt, das heißt die Vereinigung von dem Fahrgestell mit dem eigentlichen Herzstück des Feuerwehraufbaus, nämlich der Feuerlösch-Dreisel-Pumpe und dem Wassertank. Der Wassertank hat 3000 Liter Inhalt und die Pumpe hat eine Pumpenleistung von 2000 Litern pro Minute. In einer anderen Fertigungsstraße baut man inzwischen die Rollos für die Stauräume ein. Auch hier bedient man sich natürlich einer Leichtbauweise. Wichtig ist, dass die Rollläden leicht und einfach zu bedienen sind, denn auch hier geht es im Einsatz um Sekunden. Ein weiteres Bauelement ist das Blaulicht. Klar soll das Blaulicht in erster Linie funktional und weit sichtbar sein, aber auch das Thema Design spielt beim Bau eine immer größere Rolle. Auch die Blaulichter sind natürlich ein wichtiges Bestandteil aller Feuerwehrfahrzeuge. Früher waren die Blaulichter freistehend am Aufbau montiert. Heute wünschen sie meisten Kunden integriert in die Kunststoffheckverkleidung, damit das Fahrzeug einen harmonischen Abschluss nach hinten bekommt. Neben dem akustischen Signal gab es auch ein optisches Signal. Als die ersten fertiggezogenen Feuerwehreinheiten mit Spritzen und Leitern ausgerückt sind, waren Fackeln das Signal. Nur die Feuerwehr hatte Fackeln an ihren Wägen, an ihren fertiggezogenen Wägen. Diese Fackeln hat man sehr weit gesehen. Als dann die Automobile kamen, war Strom dabei. Dann hat man Rotlicht, rotes Blinklicht auf die Automobile gebaut. Und erst 1938, 36 hat man festgestellt, dass man dieses Rotlicht sehr weit sieht. Aber in Vorbereitungen eines Krieges wollte man ein Licht, das man nicht weit sieht. Und Kobaltblau war dann die Farbe, die man nicht weit gesehen hat. Feindliche Flieger konnten dieses Kobaltblau eben nicht so sehen. Darum war ab 38 vorgeschrieben, Rotlichtscheiben auszutauschen gegen blaue Scheiben. Und daher kommt es, dass das Kennlicht blau ist. Für die Wiedererkennung der Feuerwehrautos ist natürlich auch die Lackierung entscheidend. Wenngleich es hier von Bundesland zu Bundesland kleine Abweichungen in der Farbgebung sowie in der Gestaltung und Anordnung gibt.
In der Fertigungsstraße kommt es zur zweiten Hochzeit. Hier wird der Karosseriekoffer über die Tank- und Pumpeneinheit geführt. Jetzt zeigt sich, ob die Monteure exakt und passgenau gearbeitet haben. Jedes Fahrzeug ist anders. Insofern müssen sich die Techniker immer wieder auf neue Maße einstellen. Ein Fehler würde die Produktion empfindlich stören. Daher ist die Erleichterung jedes Mal groß, wenn alle Schraubverbindungen deckungsgleich sind. Zurück. Die Geschichte der Feuerwehr reicht bis in die Römerzeit zurück. Damals mussten sich vornehmlich Sklaven der brennenden Gefahr aussetzen. Im Mittelalter sorgten die Zünfte für die Brandbekämpfung, aber erst mit einem Mann wurde in Deutschland die Feuerwehr nachhaltig strukturiert. Konrad Dietrich Magirus. Er gilt bis heute als der Pionier in der Feuerwehrtechnik. Hier in seiner Heimatstadt Ulm entwickelte er zunächst Feuerspritzen und Leitern. Mit der sogenannten Ulmer Leiter gelang ihm 1873 der ganz große Wurf und Durchbruch. Sie war auch ein Highlight auf der Weltausstellung in Wien. Exemplare existieren heute zwar nicht mehr, aber zahllose andere Errungenschaften von Magirus, die heute von Experten wie Karl Hermann bis ins Detail dokumentiert werden. Hermann hat sich lange mit dem facettenreichen Leben von Konrad Magirus auseinandergesetzt. Also Konrad Dietrich Magirus war ein richtiger Macher. Er hat also erkannt, dass die Brandbekämpfung in den historischen Städten von Wichtigkeit ist und dass es verbessert werden muss. Und er hat sich durchgesetzt und er hat dann auch erkannt, dass die Geräte verbessert werden müssen und hat die ersten Geräte bauen lassen. Konrad Dietrich Magirus machte es sich aber nicht nur zur Aufgabe, neue Geräte zur Feuerbekämpfung zu bauen, er strukturierte auch die Männer an der Feuerfront neu. Er brauchte nicht nur mutige, sondern auch sportliche Männer. Und die fand er in seiner Ulmer Turnerschaft. Nur sie waren anfangs in der Lage, mit schwerem Gerät in riesige Höhen zu klettern und gleichzeitig noch Brände zu löschen. Als erster Kommandant der Ulmer Feuerwehr war er stets am Puls der Zeit und kannte die Bedürfnisse und Anforderungen im Brandeinsatz. In der Folge produzierte Magirus transportable Leitern, die zunächst von Pferden und später auch von Dampfmaschinen gezogen wurden. 1893 schließlich kam die erste drehbare Leiter zum Einsatz. Ein Quantensprung erlebte die Feuerwehr mit der Motorisierung Anfang der 20er Jahre. Magirus hat etwas Wichtiges getan. Er hat zunächst auch eine Anleitung geschrieben, das Feuerlöschwesen in allen seinen Teilen, und hat das Heft, dieses Buch verbreitet. Man konnte nachlesen, wie man Feuerwehr organisieren soll und organisieren muss. Und Magirus hat Wert gelegt, dass die Leute freiwillig Dienst leisten und sich freiwillig dazu verpflichten, für eine Stadt, für eine Gemeinde, für diese Aufgabe Feuerwehr zur Verfügung zu stehen. Die Leute waren hochmotiviert, sie kamen meistens in Süddeutschland aus der Turnerschaft, weil man beim Feuer ran musste über die Leitern, und es waren akrobatische Taten, die haben den Schlauch über die Schulter genommen und sind über die Leitern hoch ran an das Feuer. Und das waren die Turner. Und das war Magirus sein Ziel, dass die Turner sich in der Feuerwehr einbringen. Es waren immer Freiwillige. Wir haben bis heute den Begriff freiwillige Feuerwehr, die gerne ehrenamtlich, freiwillig diesen Dienst gemacht haben und hoch motiviert waren, für die Gesellschaft, für die Stadt, für das Dorf was Gutes zu tun. Und man konnte die Leute hoch motivieren, am Brandschutz mitzuwirken, weil sie gesehen haben, dass bei Feuer alles zunichte wird und man muss dem entgegenwirken. Und wenn jemand was freiwillig macht, ist es ja von hoher Wichtigkeit und auch nebenbei kostengünstig. Kein Wunder also, dass die Feuerwehr bis heute höchstes Ansehen in der Bevölkerung genießt. Mit ihr verbindet man mutige, charakterstarke und vertrauensvolle Männer, die sich freiwillig für das Gemeinwohl einsetzen.
Magirus ist seinen Ulmer Wurzeln stets treu geblieben. Hier im Donautal werden die modernsten Feuerwehrfahrzeuge zu 100% von Hand gebaut. Eine der bekanntesten ist die Drehleiter. Basiselemente sind hierbei hochfeste Stahlprofile, die zunächst auf Maß gesägt werden. Viele der Mitarbeiter sind selbst Feuerwehrangehörige und gehen mit entsprechendem Herzblut ans Werk. Nach dem Zuschnitt kommen die Stäbe in eine überdimensionale Waschmaschine und werden hier von Fett, Staub und Spänen gereinigt. Jetzt kommen die Schweißer ans Werk. Hier muss im wahrsten Sinne des Wortes jede Naht sitzen. Ein Fehler könnte fatale Folgen im Einsatz haben. Doch die Männer sind Vollprofis. Jeder von ihnen setzt Naht und Schweißpunkt auf den Millimeter genau. Hans-Ulrich Walter ist selbst Feuerwehrmann und kennt daher die Bedeutung der Schweißarbeiten. Es sind bis zu 100 Einzelteile pro Leiter, die hier von Hand zusammengeschweißt werden. Die Schweißarbeiten erfolgen in mehreren Etappen. Durch die extrem hohen Temperaturunterschiede und der daraus resultierenden Verformung der Werkstücke muss das Schweißen besonders behutsam erfolgen. Damit die Leiter in der Praxis auch hohen extremen Temperaturen gewappnet ist, wird ihr in der nächsten Abteilung mit einer speziellen Flammtechnik die notwendige Eigenspannung und Form gegeben. Das Auge ist sehr, sehr wichtig bei diesem Beruf. Man erlernt das nach einer gewissen Zeit. Zwar können sich die Arbeiter auch Messgeräten bedienen, letztendlich aber verlassen sie sich auf ihre langjährige Erfahrung und ihren geschulten Blick. Auch hier wird absolute Perfektion abverlangt. Die Leiter darf bei eisigen Temperaturen, aber auch in der Wüste, nie ihre Spannkraft verlieren. Mit dem Brenner werden falsche Krümmungen oder Unebenheiten ausgebügelt. Wenngleich es hier von Bundesland zu Bundesland kleine Abweichungen in der Farbgebung sowie in der Gestaltung und Anordnung gibt. In der Fertigungsstraße kommt es zur zweiten Hochzeit. Hier wird der Karosseriekoffer über die Tank- und Pumpeneinheit geführt. Jetzt zeigt sich, ob die Monteure exakt und passgenau gearbeitet haben. Jedes Fahrzeug ist anders. Insofern müssen sich die Techniker immer wieder auf neue Maße einstellen. Ein Fehler würde die Produktion empfindlich stören. Daher ist die Erleichterung jedes Mal groß, wenn alle Schraubverbindungen deckungsgleich sind. Zurück in den Produktionshallen für die Drehleiter. Auch hier bahnt sich ein großer Moment an. Das Drehgetriebe der Drehleiter wird auf das Fahrzeug gehoben und mit dem Unterbau verbunden. In den 20er Jahren wurde das erste motorisierte Drehleiterfahrzeug von Magirus gebaut. Heute, über 80 Jahre später, hat sich am Grundaufbau und dem Prinzip der Technik kaum etwas verändert. Entsprechend lebt der Geist und die Vision von Konrad Dietrich Magirus in jedem der hochmodernen Fahrzeuge auch weiter. Deshalb ist es für alle Beteiligten immer wieder ein bewegender Moment, wenn die sogenannte Hochzeit bei der Drehleiterfertigung fast schon zelebriert wird. Man verspürt in den Gesichtern des Teams auch einen gewissen Stolz. Schließlich hat mit der berühmten Ulmer Leiter der Aufstieg im wahrsten Sinne des Wortes begonnen. Eine weitere unersetzliche Komponente ist der Rettungskorb. Mit ihm ist man in der Lage, Opfer auch liegend aus Gefahrensituationen zu retten. Zudem sind im Korb auch wichtige Kommunikationseinheiten eingebaut, die einen perfekten Dialog zwischen den einzelnen Einsatztruppen sowie dem Kommando ermöglichen. Wir haben für unsere Drehleitern zwei verschiedene Korbarten, einmal mit 300 Kilo Nutzlast und einmal mit 400 Kilo Nutzlast. Da jedes Fahrzeug individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Feuerwehr hergestellt wird, erfolgen immer wieder Zwischenabnahmen. Zudem möchten die Männer natürlich möglichst frühzeitig einen Blick auf ihr neues Gefährt werfen. So können die neuen Besitzer auch miterleben, wenn in die Drehleiter zum ersten Mal Leben eingehaucht wird und sich Hightech fast schon filigran wie eine Schlange durch die Testhalle schlängelt. Drehleitern sind heute hochkomplexe und sensible Konstrukte, in denen ein intelligentes Innenleben mit einer robusten Außenhaut in Einklang gebracht wird. Hier am Drehleiterprüfstand erwacht die Drehleiter das erste Mal zum Leben. Hier werden alle elektrischen, mechanischen und hydraulischen Funktionen überprüft, Software aufgespielt und eine komplette Funktionsprüfung einer jeden Drehleiter durchgeführt.
In der Fertigungsstraße der Löschfahrzeuge sind die Elektriker inzwischen dabei, Kabelstränge und Kabelbäume quer durch das Fahrzeug zu verlegen. Eine Arbeit, die nicht nur Fachkenntnis, sondern auch Geschicklichkeit und ein gutes Auge abverlangt. Mit jeder neuen Baureihe wächst auch die Technologie und damit die Anzahl an Kabeln und Verbindungen. Ja, um die hohen Komfort- und Sicherheitsvorschriften zu erfüllen, ist heute die Elektronik ein unverzichtbares Bauteil bei allen Feuerwehrfahrzeugen. Und so haben wir heute in so einem modernen Feuerwehrfahrzeug über 3000 Meter Stromverkabelungen eingebaut. Die Stromverkabelungen versorgen Sicherheitseinrichtungen wie Pumpenschaltungen, wie Pumpendruckregelanlagen, sorgen auch dafür, dass automatisch die Innenbeleuchtungen der Geräteräume an- und ausgehen oder dass der Fahrer erkennt, welcher Rollladen eventuell noch geöffnet ist. Von Kindesbeinen an erkennt man die Feuerwehr an drei markanten Zeichen und Symbolen. Die rote Farbe, das Blaulicht auf dem Dach und natürlich das berühmte Martinshorn. Was kaum jemand weiß, hinter letzterem steckt sogar ein tieferer Sinn und eine kleine musikalische Historie. Ja, wie bei der Jagd, so gibt es auch bei der Feuerwehr Signale, früher Horn- und Trompetensignale. Und bei den Feuerwehrfahrzeugen heute sind solche ventillosen Trompeten, man kann sie auch als Fanfaren bezeichnen, auf dem Dach montiert. Und über einen Druckluftkompressor wird dann die Luft erzeugt, die früher der Trompeter gemacht hat. So das berühmte Tatütata hat man heute noch auf jedem modernen Feuerwehrfahrzeug. Alarmsignal wurde früher mit der Trompete geblasen. Es hatte eine Melodie und einen Text. Der Text heißt Feuerwehr gleich herbei, es brennt, es brennt, es brennt. Und dieses es brennt, es brennt, es brennt wurde dann übernommen als akustisches Signal für das Einsatzhorn bei der Feuerwehr. Tatü, tatü, tatü. Es brennt, es brennt, es brennt. Das Horn ist überall gleich. Ansonsten aber gibt es große Unterschiede. Ja, viele meinen, Feuerwehrautos sind alle rot und sind alle gleich. Das ist natürlich nicht der Fall. Jedes Fahrzeug wird individuell hergestellt. Zum Beispiel bei diesem Fahrzeug mit einem abklappbaren Hinterachskotflügel, sodass man bequem und ergonomisch hier die Geräte entnehmen kann. Unterm Heck des Fahrzeuges hat dieser Kunde auch einen pneumatischen Lichtmast anbauen lassen, der bis 7 Meter Lichtpunkthöhe ausgefahren werden kann. Von der Fertigungsstraße rollen die Brandbekämpfer schließlich in die Abnahmehalle. Hier werden noch kleine Korrekturen bzw. Fittings vorgenommen, um das Fahrzeug endgültig für den Export oder die Abholung vorzubereiten. In über 100 Ländern sind die Fahrzeuge im Einsatz. Von den Wüsten am Golf über weite Flächen in Russland bis hin zu engen Häuserschluchten in Hongkong. Entsprechend gestaltet sich nicht nur Fahrwerk, Bereifung und Aufbau, sondern auch die Bestückung der Fahrzeuge. Hier hat jede Feuerwehr und jedes Land unterschiedliche Präferenzen für die Ausstattung. Mit der Einsatzbreite wächst auch die Ausstattungsliste von Modell zu Modell. In einem solchen modernen Feuerwehrfahrzeug sind heutzutage zwischen 400 bis 500 unterschiedliche Ausrüstungsteile enthalten. Beginnen vom einfachen Schlauch bis hin zu komplizierten hydraulischen Rettungsgeräten. Und das Gewicht dieser feuerwehrtaktischen Beladung ist rund 1,5 Tonnen. So, hier haben wir ein Universalfahrzeug, ein Fahrzeug, das sich für alle möglichen Einsätze eignet, der Feuerwehr. Mit 9 Mann Besatzung und eine Unmenge an Ausrüstung und Geräten, 2000 Liter Löschwasser zusätzlich. Zum Beispiel Stromgenerator, wir haben hier 13.000 Watt Strom dabei. Wir haben Beleuchtungsgeräte, Kabeltrommeln, Warngeräte, also Blitzlampen dabei. Wir haben Überdruckgebläse dabei, um den Rauch aus dem Gebäude herauszublasen. Wir haben eine Schaumzumischung und die ganze klassische Löschbeladung weiterhin auf diesem Fahrzeug. Auf der linken Seite dieses Fahrzeuges sind die hydraulischen Rettungsgeräte gelagert, die man benötigt, um bei Verkehrsunfällen die Fahrzeuge aufzuschneiden, Spreizer und Schere.
Rettungszylinder, Pedalschneider und das weitere Zubehör. Durch Herausklappen kommt man an die hinteren Geräte, kann dann das Fahrzeug besteigen und dann weitere Geräte aus dem Fahrzeuginneren entnehmen. Ja, für jeden Zweck das richtige Feuerwehrfahrzeug. Hier zum Beispiel ein Fahrzeug für den Geländeeinsatz, Waldbrand, Buschbrand, Einsätze im ländlichen Bereich, ein Fahrzeug mit 3000 Liter Wassertank und einer Einzelbereifung auf der Vorderachse und auf der Hinterachse die gleiche Bereifung. Die Vorderachse gräbt die Spur und die Hinterachse kann in dieser vorbereiteten Spur das Fahrzeug mit voller Kraft zur Einsatzstelle schieben. Die Drehleitern werden nach ersten Grund- und Software-Tests nun auch auf dem Freigelände in unterschiedlichen Szenarien und Belastungsbereichen getestet. Die Herausforderung besteht darin, sowohl bei einem Häuserbrand in 60 Metern Höhe ebenso sicher und effizient zu arbeiten, wie bei einer Rettung aus einem See- oder Flussbett. Ziel ist es, die Drehleiter so zu konstruieren, dass sie sich möglichst schnell den Gegebenheiten anpasst und mit ihr rasch der Rettungs- oder Löscherfolg erzielt werden kann. Letztendlich kann sie nur von der Physik gestoppt werden. Wie schon die alten Römer oder das Bau des Römer Münster verwendet, wird hier mit einem Lot die Ausladung von der Fahrzeugaußenkante bis zur Vorderkante des Rettungskorbes ermittelt. Wir sind nun in dieser Position an einer Vier-Personen-Grenze und werden hier nun eine Prüflast von 440 Kilo aufbringen, was der normalen Abschaltgrenze an dieser Position entspricht. Die Leiter muss nicht nur ihr eigenes Gewicht, sondern natürlich auch das der Feuerwehrleute und deren Gerät tragen und in der Balance halten. Hinzu kommen Rettung und Bergung von Opfern. Alle Szenarien fließen hier ein und werden vom Computer berechnet. Mit diesem Gerät wird die Überlast im Rettungskorb simuliert. Wir werden nun hier eine Last von 440 Kilogramm aufbringen. Hier hört man nun das Signal. Das Signal bedeutet Erreichen der Belastungsgrenze. Die Leiter wird automatisch gestoppt, um die Einsatzkräfte zu sichern. Die Schwerkraft ist ein Gegner, mit dem sich die Drehleiter auseinandersetzen muss. Hinzu kommen aber auch unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten sowie Neigungen und Steigungen am Einsatzort. Wichtig ist, dass der Leitersatz und der Rettungskorb stets waagrecht bleiben. Mittels zweier Hydraulikzylinder können Schieflagen bis zu 10 Grad oder 18% ausgeglichen werden. Das Drehgetriebe bleibt somit immer in der Waagrechten, egal wie schräg das Fahrzeug steht. Dank der Technik hat sich auch das Einsatzgebiet der Drehleiter enorm erweitert. Ein Meilenstein ist hier gewiss die neuartige Gelenktechnologie, wodurch man auch Überhänge und Vorsprünge überwinden kann. So gewinnt die Drehleiter im Löschzug immer mehr an Bedeutung. Drehleitern können natürlich nicht nur in die Höhe fahren. Sie können auch standardmäßig bis zu 17 Grad Unterflurbereich abdecken, um Personen aus Schächten oder Baugruben zu retten. Hat man dazu noch eine Gelenkarmleiter wie hier, dann kann eine maximale Tiefe von 5,7 Metern unter der Fahrzeugaufstellfläche erreicht werden. Ein Grund, warum die Leiter auch immer häufiger bei Unfällen zum Einsatz kommt. Um diese auch schnell und sicher zu erreichen, benötigen die Fahrzeuge auch reichlich Kraft unter der Haube. Der Einsatz am Ort muss genauso sicher sein wie die Fahrt. Auch diese Szenarien werden auf einer eigens hierfür gebauten Teststrecke mit Steilkurve getestet. Hierdurch kann man auch höhere Geschwindigkeiten in der Kurve erzielen und die Kräfte berechnen. Wir befinden uns hier auf unserer Teststrecke. Auf dieser Teststrecke erproben wir unsere Feuerwehrfahrzeuge in der Kombination Fahrgestell, Aufbau, komplett mit Wasser und der Ausrüstung beladen, im Bremsverhalten, Beschleunigungsverhalten, im Schleuderversuch. Die 1927 gebaute Drehleiter KL27 hatte lediglich 70 PS unter der Haube und schleppte sich mit rund 45 km/h zum Einsatzort. Heute werden die Fahrzeuge je nach Größe und Ausstattung mit bis zu 400 PS betrieben und können mehr als das Doppelte an Geschwindigkeit erreichen.
Eine zügige, aber auch sichere Anfahrt zum Einsatzort ist daher auch Garant für eine effektive Bekämpfung und Rettung im Notfall. Wie bei den klassischen Automobilen auch, werden die Fahrzeuge mit unterschiedlichen Szenarien, wie zum Beispiel Aquaplaning und verschiedenen Bodenbelägen, konfrontiert. Die Königsklasse ist gewiss das überdimensionale. Im Gegensatz zu handelsüblichen Leitern werden unsere Leitern beim Flammenrichten vorgespannt. Das heißt, sie erhalten eine Bombierung, eine Biegung nach oben, damit sie im belasteten Zustand maximal gerade werden. Nicht nur die Leiter, auch der Großteil weiterer Bauelemente, wie zum Beispiel die Montage des Unterwagens, werden fast zu 100% von Hand produziert. Eine Maschine wäre hierzu nicht in der Lage. Hier entsteht der Unterbau einer Drehleiter, besteht aus zwei Längsprofilen, an denen verschiedene Hydraulikelemente bereits hier vormontiert werden. Dort sind alle Ventile für die Notbetätigung befestigt und werden nun verrohrt. Hier werden auch schon Vorbereitungen für den Aufbau des Drehgetriebes auf dem Hilfsrahmen getroffen und auch die Zylinder für die Federabstützung bereits angebracht. Die Aufleger werden von unterschiedlichen Herstellern geliefert, müssen jedoch vor der Montage erst konfiguriert werden, damit die eigenen Bauteile auch normgerecht verbaut werden können. Nebenan werden die Boden-, Seiten- und Deckbleche für die Geräteaufbauten der Drehleiter auf Maß gefertigt. Ein Drehleiteraufbau besteht aus über 30 verschiedenen Blechteilen. Auch hier muss millimeter- und passgenau gearbeitet werden, damit die Bleche auch bündig eingepasst werden können. Jede Feuerwehr hat bei der Ausstattung individuelle Wünsche, die dann von den Ingenieuren und schließlich von den Technikern umgesetzt werden. In der Zwischenzeit nimmt der Leitersatz Form und Gestalt an. Von einer handelsüblichen Stehleiter ist dieses Hightech-Gerät weit, sehr weit entfernt. Hier werden nun die Leiterteile zusammengeschoben, nachdem sie vom Lackieren und Pulverbeschichten zurück sind. Je nach Modell erreichen die Leitern eine Höhe von 27 bis 60 Metern. Damit sie auch in dieser Höhe sicher ausfahrbar und bedienbar sind, ist nicht nur ein spezieller Edelstahl notwendig, sondern auch eine ausgeklügelte Technologie und Steuerung, die heutzutage natürlich von Computern unterstützt wird. So war die Einführung der Single Extension, eine völlig neue Auszugstechnik der Drehleiter, gewiss ein Meilenstein. Hierdurch kann die Drehleiter noch individueller und flexibler zum Einsatz gebracht werden. Ein wichtiger Bestandteil der Drehleiter ist auch die Kommunikationseinheit. An dieser Station werden die ganzen elektrischen Verbindungen im Leitersatz, in den Leitersatz eingezogen. Das heißt, die Verbindungen vom Rettungskorb hinunter bis zu den Rechnern im Drehgetriebe. Die elektrischen Verbindungen dienen der Kommunikation und auch der Stromversorgung im Rettungskorb. Damit das enorme Gewicht einer bis zu 60 Meter hohen Leiter auch in Extremsituationen reibungslos funktioniert, bedarf es natürlich auch einer entsprechenden Hydraulik im Unterbau. Enorme Kräfte ziehen beim Einsatz am Material. Jedes Hydraulikelement wird vor dem Einbau getestet und auf mögliche Undichtigkeiten überprüft. Um Verunreinigungen zu vermeiden, bedient man sich einer speziellen Druckluftpistole. Im Anschluss werden die filigranen Hydraulikleitungen verbaut. Mit jeder technischen Innovation steigt auch die Anforderung an die Arbeiter. Hier wird das Drehgetriebe, also das Untergestell für die Leiter, für den Leitersatz, wird hier mit Hydraulikkomponenten bestückt und gleichzeitig geprüft. Der Unterbau muss mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Er muss zum einen möglichst geringes Eigengewicht mit sich bringen, um auch ökologische wie ökonomische Vorgaben zu erfüllen, aber auch gleichzeitig Halt, Balance und Mobilität für eine tonnenschwere Leiter garantieren. Insbesondere das Gesamtgewicht der Drehleiter bei stetig steigender Leiterhöhe ist immer wieder eine Herausforderung für die Ingenieure. Hier sehen wir nun ein vervollständigtes Drehgetriebe. Die Hydraulikkomponenten wie die Ausfahrwinde, Aufrichtzylinder, die Zylinder für die Neigebewegung und auch schon der Bedienstand ist bereits eingebaut. Auf diesem Aufrichtrahmen wird nachher die Drehleiter befestigt und die Drehleiter wird damit angehoben bzw. geneigt. Parallel dazu wird das Aufbaugerippe auf den Fahrwerkrahmen montiert.
Auch hier gilt es, jedes Bauteil so leicht und effizient wie möglich zu konstruieren. Jedes Kilo Gewicht bedeutet weniger Reserve für Ausrüstung für den Einsatz, aber gleichzeitig auch mehr Treibstoffverbrauch. Die Aufbauten links und rechts am Fahrzeug sind für zusätzlichen Stauraum von Lösch- und Bergungsgeräten gedacht. Eine Folge der großen Bandbreite, in der eine Drehleiter eingesetzt werden kann. Auch ein Drehleiterfahrzeug transportiert bei weitem nicht nur die Leiter, sondern zahlreiche weitere technische Hilfsmittel zur Brandbekämpfung und Rettung. Jeder Zentimeter wird hier sinnvoll verplant und genutzt. Hier werden ca. 200 Drehleiterfahrzeuge jedes Jahr gefertigt, die von Ulm aus in die ganze Welt vertrieben werden. So auch die Tanklöschfahrzeuge, die in einer weiteren Halle montiert werden. Auch hier werden mehrere Fahrzeugtypen mit unterschiedlicher Größe und Ausstattung hergestellt. Wie bei den Drehleitern werden Fahrerkabine sowie Fahrwerk und Aufleger direkt von den gewünschten Herstellern geliefert. Alfred Bittlingmeier betreut die Produktion seit Jahrzehnten und kennt praktisch jede Schraube an den Löschfahrzeugen. Wir haben hier nun dieses LKW-Fahrgestell, wie es vom Hersteller uns angeliefert wurde. Das passt aber für den feuerwehrtechnischen Aufbau nicht in allen Punkten. Zum Beispiel im Rahmenüberhang müssen wir noch einige Abänderungen durchführen, um für einen optimalen Einbau der Feuerwehrpumpe zu sorgen. Auf der über 300 Meter langen Fertigungsstraße werden bis zu 70 Fahrzeuge gleichzeitig in unterschiedlichen Stationen aufgebaut. Eine der ersten Bauphasen ist hierbei der Zuschnitt der Metallplatten für Boden, Dach und Seitenflächen. Hier werden bereits per Computersteuerung alle Einlässe und Öffnungen für spätere Bauelemente freigesägt. Hier wird nun die Öffnung für den Schaumtank hergestellt und die Öffnung für den Wassertank. Eine Spezialkreissäge sorgt für den perfekten Schnitt. Ein Millimeter am Ziel vorbei und die Platte ist wertlos. Entsprechend behutsam gehen die Techniker bei ihrer Arbeit vor. Im Gegensatz zur klassischen Automobilproduktion kommt hier nichts von der Stange, sondern jedes Fahrzeug ist praktisch ein Unikat. Entsprechend unterschiedlich gestalten sich auch die Anforderungen für den Zuschnitt. Ist der erfolgt, kommt die Platte zum Ausgangspunkt der Fertigungsstraße. Hier befindet sich der Punkt Null für jedes Löschfahrzeug. Nach einer Begradigung der Kanten kann mit dem Aufbau der einzelnen Leichtmetallelemente begonnen werden. Aus unzähligen Einzelteilen entsteht Schritt für Schritt ein hochmodernes Löschfahrzeug. Für den Zusammenbau hat man sogar eine eigene Technik entwickelt. Wir kommen nun zum Aluminiumbereich. Hier werden in einem Baukastensystem die Feuerwehraufbauten hergestellt. Hierzu hat unsere Firma ein spezielles Baukastenprofil entwickelt aus unterschiedlichen Profilen. Und mit derartigen Schraubnotenverbindern können nun diese Profile flexibel und variabel verschraubt werden. Der Anblick könnte einen Laien schnell zur Verzweiflung bringen. Es gleicht einem Puzzlespiel. Jahrelange Routine gibt den Technikern jedoch die Sicherheit für den richtigen Blick und das richtige Teil. Nach und nach entsteht der sogenannte Koffer des Fahrzeugs. Er ist zum einen Hülle, aber auch Stauraum für alle notwendigen Werkzeuge und Utensilien beim Einsatz. In unterschiedlichen Etappen verbauen die Mechaniker die Streben und verkleben schließlich die Seitenteile an der Konstruktion. Auch hier setzt man auf leichte, aber dennoch strapazierfähige Materialien. Letztlich ist auch das Löschfahrzeug bei der Fahrt und beim Einsatzort enormen Kräften ausgesetzt, ob bei Hochwasser im Schlamm oder holprigen Straßen im Stadtgebiet. Manche Feuerwehrautos sind über 20 Jahre im Einsatz. Entsprechend hochwertig muss nicht nur das Material, sondern auch die Verarbeitung sein. Dieses Know-how haben sich Ingenieure wie Techniker über Jahrzehnte erarbeitet. Man kann auf eine über 150-jährige Geschichte und Erfahrung im Fahrzeug- und Maschinenbau zurückgreifen. Hier in Ulm, dessen Münster schon bald zum Firmenlogo avancierte, hat man mit kleinen und pferdebetriebenen Lösch- und Leiterfahrzeugen angefangen. In der Folge machte sich das Unternehmen auch in der Fertigung von Bau- und Zugmaschinen sowie auch Bussen einen Namen. Vom Motor über Fahrwerk und Aufbauten wurde alles aus einer Hand produziert. In den 20er Jahren war Magirus eines der bedeutendsten Unternehmen in Deutschland und zählte über 2000 Mitarbeiter.
Danach wechselten oft die Besitzer und Beteiligungen. Was jedoch blieb, war der Name. Magirus. Heute konzentriert man sich ausschließlich auf den Aufbau von Lösch- und Drehleiterfahrzeugen, wenngleich die Pumpen hierzu noch selbst konstruiert und gebaut werden. Kein Wunder, ist das Hightech-Gerät auch Herzstück jedes Löschfahrzeuges. Im Innern der Pumpe sind zwei solcher Pumpenlaufräder vorhanden. Die erste Stufe nimmt das Wasser auf aus der Wasserentnahmestelle und übergibt sie an die zweite Stufe, die dann den gewünschten Ausgangsdruck erzeugt. Sind alle notwendigen Teile in und an der Pumpe montiert, wird sie an den großen Wassertank verbaut. Je nach Größe des Fahrzeuges umfasst der Tank ein Volumen für bis zu 10.000 Liter Wasser. Gerade in entlegenen Regionen, in denen man nicht auf Hydranten oder direkte Wassereinspeisung zurückgreifen kann, ist der Tank von großer Bedeutung. Neben Wasser kann das Fahrzeug zudem auch noch mit Schaum, Pulver und CO2 als Brandbekämpfung ausgestattet werden. Jetzt gilt es, den Tank millimetergenau auf die Karosserie aufzusetzen. Ein spannender Moment, bei dem gleich mehrere Mitarbeiter im Einsatz sind. In diesem Arbeitsplatz wurde die Hochzeit durchgeführt. Das heißt, die Vereinigung von dem Fahrgestell mit dem eigentlichen Herzstück des Feuerwehraufbaus, nämlich der Feuerlösch-Dreisel-Pumpe und dem Wassertank. Der Wassertank hat 3000 Liter Inhalt und die Pumpe hat eine Pumpenleistung von 2000 Litern pro Minute. In einer anderen Fertigungsstraße baut man inzwischen die Rollos für die Stauräume ein. Auch hier bedient man sich natürlich einer Leichtbauweise. Wichtig ist, dass die Rollläden leicht und einfach zu bedienen sind, denn auch hier geht es im Einsatz um Sekunden. Ein weiteres Bauelement ist das Blaulicht. Klar soll das Blaulicht in erster Linie funktional und weit sichtbar sein, aber auch das Thema Design spielt beim Bau eine immer größere Rolle. Auch die Blaulichter sind natürlich ein wichtiges Bestandteil aller Feuerwehrfahrzeuge. Früher waren die Blaulichter freistehend am Aufbau montiert. Heute wünschen sie meisten Kunden integriert in die Kunststoffheckverkleidung, damit das Fahrzeug einen harmonischen Abschluss nach hinten bekommt. Neben dem akustischen Signal gab es auch ein optisches Signal. Als die ersten fertiggezogenen Feuerwehreinheiten mit Spritzen und Leitern ausgerückt sind, waren Fackeln das Signal. Nur die Feuerwehr hatte Fackeln an ihren Wägen, an ihren fertiggezogenen Wägen. Diese Fackeln hat man sehr weit gesehen. Als dann die Automobile kamen, war Strom dabei. Dann hat man Rotlicht, rotes Blinklicht auf die Automobile gebaut. Und erst 1938, 36 hat man festgestellt, dass man dieses Rotlicht sehr weit sieht. Aber in Vorbereitungen eines Krieges wollte man ein Licht, das man nicht weit sieht. Und Kobaltblau war dann die Farbe, die man nicht weit gesehen hat. Feindliche Flieger konnten dieses Kobaltblau eben nicht so sehen. Darum war ab 38 vorgeschrieben, Rotlichtscheiben auszutauschen gegen blaue Scheiben. Und daher kommt es, dass das Kennlicht blau ist. Für die Wiedererkennung der Feuerwehrautos ist natürlich auch die Lackierung entscheidend, die dann von den Ingenieuren und schließlich von den Technikern umgesetzt werden. In der Zwischenzeit nimmt der Leitersatz Form und Gestalt an. Von einer handelsüblichen Stehleiter ist dieses Hightech-Gerät weit, sehr weit entfernt. Hier werden nun die Leiterteile zusammengeschoben, nachdem sie vom Lackieren und Pulverbeschichten zurück sind. Je nach Modell erreichen die Leitern eine Höhe von 27 bis 60 Metern. Damit sie auch in dieser Höhe sicher ausfahrbar und bedienbar sind, ist nicht nur ein spezieller Edelstahl notwendig, sondern auch eine ausgeklügelte Technologie und Steuerung, die heutzutage natürlich von Computern unterstützt wird. So war die Einführung der Single Extension, eine völlig neue Auszugstechnik der Drehleiter, gewiss ein Meilenstein. Hierdurch kann die Drehleiter noch individueller und flexibler zum Einsatz gebracht werden. Ein wichtiger Bestandteil der Drehleiter ist auch die Kommunikationseinheit. An dieser Station werden die ganzen elektrischen Verbindungen im Leitersatz, in den Leitersatz eingezogen. Das heißt, die Verbindungen vom Rettungskorb hinunter bis zu den Rechnern im Drehgetriebe. Die elektrischen Verbindungen dienen der Kommunikation und auch der Stromversorgung im Rettungskorb.
damit das enorme Gewicht einer bis zu 60 Meter hohen Leiter auch in Extremsituationen reibungslos funktioniert, bedarf es natürlich auch einer entsprechenden Hydraulik im Unterbau. Enorme Kräfte ziehen beim Einsatz am Material. Jedes Hydraulikelement wird vor dem Einbau getestet und auf mögliche Undichtigkeiten überprüft. Um Verunreinigungen zu vermeiden, bedient man sich einer speziellen Druckluftpistole. Im Anschluss werden die filigranen Hydraulikleitungen verbaut. Mit jeder technischen Innovation steigt auch die Anforderung an die Arbeiter. Hier wird das Drehgetriebe, also das Untergestell für die Leiter, für den Leitersatz, wird hier mit Hydraulikkomponenten bestückt und gleichzeitig geprüft. Der Unterbau muss mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Er muss zum einen möglichst geringes Eigengewicht mit sich bringen, um auch ökologische wie ökonomische Vorgaben zu erfüllen, aber auch gleichzeitig Halt, Balance und Mobilität für eine tonnenschwere Leiter garantieren. Insbesondere das Gesamtgewicht der Drehleiter bei stetig steigender Leiterhöhe ist immer wieder eine Herausforderung für die Ingenieure. Hier sehen wir nun ein vervollständigtes Drehgetriebe. Die Hydraulikkomponenten wie die Ausfahrwinde, Aufrichtzylinder, die Zylinder für die Neigebewegung und auch schon der Bedienstand ist bereits eingebaut. Auf diesem Aufrichtrahmen wird nachher die Drehleiter befestigt und die Drehleiter wird damit angehoben bzw. geneigt. Parallel dazu wird das Aufbaugerippe auf den Fahrwerkrahmen montiert. Auch hier gilt es, jedes Bauteil so leicht und effizient wie möglich zu konstruieren. Jedes Kilo Gewicht bedeutet weniger Reserve für Ausrüstung für den Einsatz, aber gleichzeitig auch mehr Treibstoffverbrauch. Die Aufbauten links und rechts am Fahrzeug sind für zusätzlichen Stauraum von Lösch- und Bergungsgeräten gedacht. Eine Folge der großen Bandbreite, in der eine Drehleiter eingesetzt werden kann. Auch ein Drehleiterfahrzeug transportiert bei weitem nicht nur die Leiter, sondern zahlreiche weitere technische Hilfsmittel zur Brandbekämpfung und Rettung. Jeder Zentimeter wird hier sinnvoll verplant und genutzt. Hier werden ca. 200 Drehleiterfahrzeuge jedes Jahr gefertigt, die von Ulm aus in die ganze Welt vertrieben werden. So auch die Tanklöschfahrzeuge, die in einer weiteren Halle montiert werden. Auch hier werden mehrere Fahrzeugtypen mit unterschiedlicher Größe und Ausstattung hergestellt. Wie bei den Drehleitern werden Fahrerkabine sowie Fahrwerk und Aufleger direkt von den gewünschten Herstellern geliefert. Alfred Bittlingmeier betreut die Produktion seit Jahrzehnten und kennt praktisch jede Schraube an den Löschfahrzeugen. Wir haben hier nun dieses LKW-Fahrgestell, wie es vom Hersteller uns angeliefert wurde. Das passt aber für den feuerwehrtechnischen Aufbau nicht in allen Punkten. Zum Beispiel im Rahmenüberhang müssen wir noch einige Abänderungen durchführen, um für einen optimalen Einbau der Feuerwehrpumpe zu sorgen. Auf der über 300 Meter langen Fertigungsstraße werden bis zu 70 Fahrzeuge gleichzeitig in unterschiedlichen Stationen aufgebaut. Eine der ersten Bauphasen ist hierbei der Zuschnitt der Metallplatten für Boden, Dach und Seitenflächen. Hier werden bereits per Computersteuerung alle Einlässe und Öffnungen für spätere Bauelemente freigesägt. Hier wird nun die Öffnung für den Schaumtank hergestellt und die Öffnung für den Wassertank. Eine Spezialkreissäge sorgt für den perfekten Schnitt. Ein Millimeter am Ziel vorbei und die Platte ist wertlos. Entsprechend behutsam gehen die Techniker bei ihrer Arbeit vor. Im Gegensatz zur klassischen Automobilproduktion kommt hier nichts von der Stange, sondern jedes Fahrzeug ist praktisch ein Unikat. Entsprechend unterschiedlich gestalten sich auch die Anforderungen für den Zuschnitt. Ist der erfolgt, kommt die Platte zum Ausgangspunkt der Fertigungsstraße. Hier befindet sich der Punkt Null für jedes Löschfahrzeug. Nach einer Begradigung der Kanten kann mit dem Aufbau der einzelnen Leichtmetallelemente begonnen werden. Aus unzähligen Einzelteilen entsteht Schritt für Schritt ein hochmodernes Löschfahrzeug. Für den Zusammenbau hat man sogar eine eigene Technik entwickelt. Wir kommen nun zum Aluminiumbereich.
Hier werden in einem Baukastensystem die Feuerwehraufbauten hergestellt. Hierzu hat unsere Firma ein spezielles Baukastenprofil entwickelt aus unterschiedlichen Profilen. Und mit derartigen Schraubnotenverbindern können nun diese Profile flexibel und variabel verschraubt werden. Der Anblick könnte einen Laien schnell zur Verzweiflung bringen. Es gleicht einem Puzzlespiel. Jahrelange Routine gibt den Technikern jedoch die Sicherheit für den richtigen Blick und das richtige Teil. Nach und nach entsteht der sogenannte Koffer des Fahrzeugs. Er ist zum einen Hülle, aber auch Stauraum für alle notwendigen Werkzeuge und Utensilien beim Einsatz. In unterschiedlichen Etappen verbauen die Mechaniker die Streben und verkleben schließlich die Seitenteile an der Konstruktion. Auch hier setzt man auf leichte, aber dennoch strapazierfähige Materialien. Letztlich ist auch das Löschfahrzeug bei der Fahrt und beim Einsatzort enormen Kräften ausgesetzt, ob bei Hochwasser im Schlamm oder holprigen Straßen im Stadtgebiet. Manche Feuerwehrautos sind über 20 Jahre im Einsatz. Entsprechend hochwertig muss nicht nur das Material, sondern auch die Verarbeitung sein. Dieses Know-how haben sich Ingenieure wie Techniker über Jahrzehnte erarbeitet. Man kann auf eine über 150-jährige Geschichte und Erfahrung im Fahrzeug- und Maschinenbau zurückgreifen. Hier in Ulm, dessen Münster schon bald zum Firmenlogo avancierte, hat man mit kleinen und pferdebetriebenen Lösch- und Leiterfahrzeugen angefangen. In der Folge machte sich das Unternehmen auch in der Fertigung von Bau- und Zugmaschinen sowie auch Bussen einen Namen. Vom Motor über Fahrwerk und Aufbauten wurde alles aus einer Hand produziert. In den 20er Jahren war Magirus eines der bedeutendsten Unternehmen in Deutschland und zählte über 2000 Mitarbeiter. Die Geschichte der Feuerwehr reicht bis in die Römerzeit zurück. Damals mussten sich vornehmlich Sklaven der brennenden Gefahr aussetzen. Im Mittelalter sorgten die Zünfte für die Brandbekämpfung, aber erst mit einem Mann wurde in Deutschland die Feuerwehr nachhaltig strukturiert. Konrad Dietrich Magirus. Er gilt bis heute als der Pionier in der Feuerwehrtechnik. Hier in seiner Heimatstadt Ulm entwickelte er zunächst Feuerspritzen und Leitern. Mit der sogenannten Ulmer Leiter gelang ihm 1873 der ganz große Wurf und Durchbruch. Sie war auch ein Highlight auf der Weltausstellung in Wien. Exemplare existieren heute zwar nicht mehr, aber zahllose andere Errungenschaften von Magirus, die heute von Experten wie Karl Hermann bis ins Detail dokumentiert werden. Hermann hat sich lange mit dem facettenreichen Leben von Konrad Magirus auseinandergesetzt. Also Konrad Dietrich Magirus war ein richtiger Macher. Er hat also erkannt, dass die Brandbekämpfung in den historischen Städten von Wichtigkeit ist und dass es verbessert werden muss. Und er hat sich durchgesetzt und er hat dann auch erkannt, dass die Geräte verbessert werden müssen und hat die ersten Geräte bauen lassen. Konrad Dietrich Magirus machte es sich aber nicht nur zur Aufgabe, neue Geräte zur Feuerbekämpfung zu bauen, er strukturierte auch die Männer an der Feuerfront neu. Er brauchte nicht nur mutige, sondern auch sportliche Männer. Und die fand er in seiner Ulmer Turnerschaft. Nur sie waren anfangs in der Lage, mit schwerem Gerät in riesige Höhen zu klettern und gleichzeitig noch Brände zu löschen. Als erster Kommandant der Ulmer Feuerwehr war er stets am Puls der Zeit und kannte die Bedürfnisse und Anforderungen im Brandeinsatz. In der Folge produzierte Magirus transportable Leitern, die zunächst von Pferden und später auch von Dampfmaschinen gezogen wurden. 1893 schließlich kam die erste drehbare Leiter zum Einsatz. Ein Quantensprung erlebte die Feuerwehr mit der Motorisierung Anfang der 20er Jahre. Magirus hat etwas Wichtiges getan. Er hat zunächst auch eine Anleitung geschrieben, das Feuerlöschwesen in allen seinen Teilen. Und hat das Heft, dieses Buch verbreitet.
Man konnte nachlesen, wie man Feuerwehr organisieren soll und organisieren muss. Und Magirus hat Wert gelegt, dass die Leute freiwillig Dienst leisten und sich freiwillig dazu verpflichten, für eine Stadt, für eine Gemeinde, für diese Aufgabe Feuerwehr zur Verfügung zu stehen. Die Leute waren hochmotiviert, sie kamen meistens in Süddeutschland aus der Turnerschaft, weil man beim Feuer ran musste über die Leitern und es waren akrobatische Taten. Die haben den Schlauch über die Schulter genommen und sind über die Leitern hoch ran an das Feuer. Und das waren die Turner. Und das war Magirus sein Ziel, dass die Turner sich in der Feuerwehr einbringen. Es waren immer Freiwillige. Wir haben bis heute den Begriff freiwillige Feuerwehr, die gerne ehrenamtlich freiwillig diesen Dienst gemacht haben und hoch motiviert waren, für die Gesellschaft, für die Stadt, für das Dorf was Gutes zu tun. Und man konnte die Leute hoch motivieren, am Brandschutz mitzuwirken, weil sie gesehen haben, dass bei Feuer alles zunichte wird und man muss dem entgegenwirken. Und wenn jemand was freiwillig macht, ist es ja von hoher Wichtigkeit und auch nebenbei kostengünstig. Kein Wunder also, dass die Feuerwehr bis heute höchstes Ansehen in der Bevölkerung genießt. Mit ihr verbindet man mutige, charakterstarke und vertrauensvolle Männer, die sich freiwillig für das Gemeinwohl einsetzen. Magirus ist seinen Ulmer Wurzeln stets treu geblieben. Hier im Donautal werden die modernsten Feuerwehrfahrzeuge zu 100% von Hand gebaut. Eine der bekanntesten ist die Drehleiter. Basiselemente sind hierbei hochfeste Stahlprofile, die zunächst auf Maß gesägt werden. Viele der Mitarbeiter sind selbst Feuerwehrangehörige und gehen mit entsprechendem Herzblut ans Werk. Nach dem Zuschnitt kommen die Stäbe in eine überdimensionale Waschmaschine und werden hier von Fett, Staub und Spänen gereinigt. Jetzt kommen die Schweißer ans Werk. Hier muss im wahrsten Sinne des Wortes jede Naht sitzen. Ein Fehler könnte fatale Folgen im Einsatz haben. Doch die Männer sind Vollprofis. Jeder von ihnen setzt Naht und Schweißpunkt auf den Millimeter genau. Hans-Ulrich Walter ist selbst Feuerwehrmann und kennt daher die Bedeutung der Schweißarbeiten. Es sind bis zu 100 Einzelteile pro Leiter, die hier von Hand zusammengeschweißt werden. Die Schweißarbeiten erfolgen in mehreren Etappen. Durch die extrem hohen Temperaturunterschiede und der daraus resultierenden Verformung der Werkstücke muss das Schweißen besonders behutsam erfolgen. Damit die Leiter in der Praxis auch hohen extremen Temperaturen gewappnet ist, wird ihr in der nächsten Abteilung mit einer speziellen Flammtechnik die notwendige Eigenspannung und Form gegeben. Das Auge ist sehr, sehr wichtig bei diesem Beruf. Man erlernt das nach einer gewissen Zeit. Zwar können sich die Arbeiter auch Messgeräten bedienen, letztendlich aber verlassen sie sich auf ihre langjährige Erfahrung und ihren geschulten Blick. Auch hier wird absolute Perfektion abverlangt. Die Leiter darf bei eisigen Temperaturen, aber auch in der Wüste, nie ihre Spannkraft verlieren. Mit dem Brenner werden falsche Krümmungen oder Unebenheiten ausgebügelt. Im Gegensatz zu handelsüblichen Leitern werden unsere Leitern beim Flammrichten vorgespannt. Das heißt, sie erhalten eine Bombierung, eine Biegung nach oben, damit sie im belasteten Zustand maximal gerade werden. Nicht nur die Leiter. Auch der Großteil weiterer Bauelemente, wie zum Beispiel die Montage des Unterwagens, werden fast zu 100% von Hand produziert. Eine Maschine wäre hierzu nicht in der Lage. Hier entsteht der Unterbau einer Drehleiter, besteht aus zwei Längsprofilen, an denen verschiedene Hydraulikelemente bereits hier vormontiert werden. Dort sind alle Ventile für die Notbetätigung befestigt und werden nun verrohrt. Hier werden auch schon Vorbereitungen für den Aufbau des Drehgetriebes auf dem Hilfsrahmen getroffen und auch die Zylinder für die Federabstützung bereits angebracht. Die Aufleger werden von unterschiedlichen Herstellern geliefert, müssen jedoch vor der Montage erst konfiguriert werden, damit die eigenen Bauteile auch normgerecht verbaut werden können. Nebenan werden die Boden-, Seiten- und Deckbleche für die Geräteaufbauten der Drehleiter auf Maß gefertigt. Ein Drehleiteraufbau besteht aus über 30 verschiedenen Blechteilen. Auch hier muss millimeter- und passgenau gearbeitet werden, damit die Bleche auch bündig eingepasst werden können. Jede Feuerwehr hat bei der Ausstattung individuelle Wünsche.
Danach wechselten oft die Besitzer und Beteiligungen. Was jedoch blieb, war der Name. Magirus. Heute konzentriert man sich ausschließlich auf den Aufbau von Lösch- und Drehleiterfahrzeugen, wenngleich die Pumpen hierzu noch selbst konstruiert und gebaut werden. Kein Wunder, ist das Hightech-Gerät auch Herzstück jedes Löschfahrzeuges. Im Innern der Pumpe sind zwei solcher Pumpenlaufräder vorhanden. Die erste Stufe nimmt das Wasser auf aus der Wasserentnahmestelle und übergibt sie an die zweite Stufe, die dann den gewünschten Ausgangsdruck erzeugt. Sind alle notwendigen Teile in und an der Pumpe montiert, wird sie an den großen Wassertank verbaut. Je nach Größe des Fahrzeuges umfasst der Tank ein Volumen für bis zu 10.000 Liter Wasser. Gerade in entlegenen Regionen, in denen man nicht auf Hydranten oder direkte Wassereinspeisung zurückgreifen kann, ist der Tank von großer Bedeutung. Neben Wasser kann das Fahrzeug zudem auch noch mit Schaum, Pulver und CO2 als Brandbekämpfung ausgestattet werden. Jetzt gilt es, den Tank millimetergenau auf die Karosserie aufzusetzen. Ein spannender Moment, bei dem gleich mehrere Mitarbeiter im Einsatz sind. An diesem Arbeitsplatz wurde die Hochzeit durchgeführt. Das heißt, die Vereinigung von dem Fahrgestell mit dem eigentlichen Herzstück des Feuerwehraufbaus, nämlich der Feuerlösch-Dreiselpumpe und dem Wassertank. Der Wassertank hat 3000 Liter Inhalt und die Pumpe hat eine Pumpenleistung von 2000 Litern pro Minute. In einer anderen Fertigungsstraße baut man inzwischen die Rollos für die Stauräume ein. Auch hier bedient man sich natürlich einer Leichtbauweise. Wichtig ist, dass die Rollläden leicht und einfach zu bedienen sind, denn auch hier geht es im Einsatz um Sekunden. Ein weiteres Bauelement ist das Blaulicht. Klar soll das Blaulicht in erster Linie funktional und weit sichtbar sein, aber auch das Thema Design spielt beim Bau eine immer größere Rolle. Auch die Blaulichter sind natürlich ein wichtiges Bestandteil aller Feuerwehrfahrzeuge. Früher waren die Blaulichter freistehend am Aufbau montiert. Heute wünschen sie meisten Kunden integriert in die Kunststoffheckverkleidung, damit das Fahrzeug einen harmonischen Abschluss nach hinten bekommt. Neben dem akustischen Signal gab es auch ein optisches Signal. Als die ersten fertiggezogenen Feuerwehreinheiten mit Spritzen und Leitern ausgerückt sind, waren Fackeln das Signal. Nur die Feuerwehr hatte Fackeln an ihren Wägen, an ihren fertiggezogenen Wägen. Diese Fackeln hat man sehr weit gesehen. Als dann die Automobile kamen, war Strom dabei. Dann hat man Rotlicht, rotes Blinklicht auf die Automobile gebaut. Und erst 1938, 36 hat man festgestellt, dass man dieses Rotlicht sehr weit sieht. Aber in Vorbereitungen eines Krieges wollte man ein Licht, das man nicht weit sieht. Und Kobaltblau war dann die Farbe, die man nicht weit gesehen hat. Feindliche Flieger konnten dieses Kobaltblau eben nicht so sehen. Darum war ab 38 vorgeschrieben, Rotlichtscheiben auszutauschen gegen blaue Scheiben. Und daher kommt es, dass das Kennlicht blau ist. Für die Wiedererkennung der Feuerwehrautos ist natürlich auch die Lackierung entscheidend. Wenngleich es hier von Bundesland zu Bundesland kleine Abweichungen in der Farbgebung sowie in der Gestaltung und Anordnung gibt. In der Fertigungsstraße kommt es zur zweiten Hochzeit. Hier wird der Karosseriekoffer über die Tank- und Pumpeneinheit geführt. Jetzt zeigt sich, ob die Monteure exakt und passgenau gearbeitet haben. Jedes Fahrzeug ist anders. Insofern müssen sich die Techniker immer wieder auf neue Maße einstellen. Ein Fehler würde die Produktion empfindlich stören. Daher ist die Erleichterung jedes Mal groß, wenn alle Schraubverbindungen deckungsgleich sind. Zurück in den Produktionshallen für die Drehleiter. Auch hier bahnt sich ein großer Moment an. Das Drehgetriebe der Drehleiter wird auf das Fahrzeug gehoben und mit dem Unterbau verbunden. In den 20er Jahren wurde das erste motorisierte Drehleiterfahrzeug von Magirus gebaut. Heute, über 80 Jahre später, hat sich am Grundaufbau und dem Prinzip der Technik kaum etwas verändert. Entsprechend lebt der Geist und die Vision von Konrad Dietrich Magirus in jedem der hochmodernen Fahrzeuge auch weiter. Deshalb ist es für alle Beteiligten immer wieder ein bewegender Moment, wenn die sogenannte Hochzeit bei der Drehleiterfertigung fast schon zelebriert wird. Man verspürt in den Gesichtern des Teams auch einen gewissen Stolz. Schließlich hat mit der berühmten Ulmer Leiter der Aufstieg im wahrsten Sinne des Wortes begonnen.
Eine weitere unersetzliche Komponente ist der Rettungskorb. Mit ihm ist man in der Lage, Opfer auch liegend aus Gefahrensituationen zu retten. Zudem sind im Korb auch wichtige Kommunikationseinheiten eingebaut, die einen perfekten Dialog zwischen den einzelnen Einsatztruppen sowie dem Kommando ermöglichen. Wir haben für unsere Drehleitern zwei verschiedene Korbarten, einmal mit 300 Kilo Nutzlast und einmal mit 400 Kilo Nutzlast. Da jedes Fahrzeug individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Feuerwehr hergestellt wird, erfolgen immer wieder Zwischenabnahmen. Zudem möchten die Männer natürlich möglichst frühzeitig einen Blick auf ihr neues Gefährt werfen. So können die neuen Besitzer auch miterleben, wenn in die Drehleiter zum ersten Mal Leben eingehaucht wird und sich Hightech fast schon filigran wie eine Schlange durch die Testhalle schlängelt. Drehleitern sind heute hochkomplexe und sensible Konstrukte, in denen ein intelligentes Innenleben mit einer robusten Außenhaut in Einklang gebracht wird. Hier am Drehleiterprüfstand erwacht die Drehleiter das erste Mal zum Leben. Hier werden alle elektrischen, mechanischen und hydraulischen Funktionen überprüft, Software aufgespielt und eine komplette Funktionsprüfung einer jeden Drehleiter durchgeführt. In der Fertigungsstraße der Löschfahrzeuge sind die Elektriker inzwischen dabei, Kabelstränge und Kabelbäume quer durch das Fahrzeug zu verlegen. Eine Arbeit, die nicht nur Fachkenntnis, sondern auch Geschicklichkeit und ein gutes Auge abverlangt. Mit jeder neuen Baureihe wächst auch die Technologie und damit die Anzahl an Kabeln und Verbindungen. Ja, um die hohen Komfort- und Sicherheitsvorschriften zu erfüllen, ist heute die Elektronik ein unverzichtbares Bauteil bei allen Feuerwehrfahrzeugen. Und so haben wir heute in so einem modernen Feuerwehrfahrzeug über 3000 Meter Stromverkabelungen eingebaut. Die Stromverkabelungen versorgen Sicherheitseinrichtungen wie Pumpenschaltungen, wie Pumpendruckregelanlagen, sorgen auch dafür, dass automatisch die Innenbeleuchtungen der Geräteräume an- und ausgehen oder dass der Fahrer erkennt, welcher Rollladen eventuell noch geöffnet ist. Von Kindesbeinen an erkennt man die Feuerwehr an drei markanten Zeichen und Symbolen. Die rote Farbe, das Blaulicht auf dem Dach und natürlich das berühmte Martinshorn. Was kaum jemand weiß, hinter letzterem steckt sogar ein tieferer Sinn und eine kleine musikalische Historie. Ja, wie bei der Jagd, so gibt es auch bei der Feuerwehr Signale, früher Horn- und Trompetensignale. Und bei den Feuerwehrfahrzeugen heute sind solche ventillosen Trompeten, man kann sie auch als Fanfaren bezeichnen, auf dem Dach montiert. Und über einen Druckluftkompressor wird dann die Luft erzeugt, die früher der Trompeter gemacht hat. So das berühmte Tatütata hat man heute noch auf jedem modernen Feuerwehrfahrzeug. Alarmsignal wurde früher mit der Trompete geblasen. Heute werden die Fahrzeuge je nach Größe und Ausstattung mit bis zu 400 PS betrieben und können mehr als das Doppelte an Geschwindigkeit erreichen. Eine zügige, aber auch sichere Anfahrt zum Einsatzort ist daher auch Garant für eine effektive Bekämpfung und Rettung im Notfall. Wie bei den klassischen Automobilen auch, werden die Fahrzeuge mit unterschiedlichen Szenarien, wie zum Beispiel Aquaplaning und verschiedenen Bodenbelägen, konfrontiert. Die Königsklasse ist gewiss das überdimensionale und durchaus imposante Löschfahrzeug für die Flughäfen mit ihrer beeindruckenden Löschkraft. Der Dragon speit hier zwar kein Feuer, sondern kraft- und wirkungsvoll Wasser aus mehreren Pumpen. Angetrieben von erstaunlichen 1200 PS erreicht der Dragon bereits in 25 Sekunden über 80 km/h. Wenn es der Einsatz erfordert, beschleunigt der Gigant auf bis zu 135 km/h. Und das, obwohl sich bis zu 17.000 Liter Wasser in seinem Bauch befinden. Zusätzlich kann das Fahrzeug noch 1500 Liter Schaum auf den Brandherd werfen, gerade bei einem Flugzeugunglück unverzichtbar. Bemerkenswert ist, dass der Dragon sogar während der Fahrt löschen kann. Der Dragon wird in unterschiedlichen Größen gebaut, als Sechsachser oder in der großen Variante mit 8 Achsen. Selbstverständlich sind beide Fahrzeuge allradbetrieben. Eine gelungene Kombination aus Kraft, Schnelligkeit und Intelligenz. Der erste Drachen, der Wasser spuckt und Feuer bekämpft. Von dieser Technik konnten die Feuerwehrmänner Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts nur träumen. Ihre Einsätze waren oft mit einem Himmelfahrtskommando vergleichbar. Die Verluste waren entsprechend groß.
Schon damals galt die Devise, möglichst nah an den Brandherd heranzukommen, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Doch durch die unzureichende Ausrüstung und Bekleidung waren die Männer häufig selbst in Gefahr, Opfer der Flammen zu werden. Heutzutage ist die Feuerwehr spätestens in 10 Minuten am Einsatzort. Und dank der elektronischen Unterstützung heißt es schon nach wenigen Minuten Wassermarsch. Früher war man in erster Linie auf Mechanik und Muskelkraft angewiesen, daher verzögerte sich der Löscheinsatz. Eines jedoch vereint die Feuerwehrleute damals wie heute: Mut, Disziplin, Kameradschaft und Charakterstärke. Das Feuerwehrwesen wurde in der Anfangszeit in den Mitte des 19. Jahrhunderts sehr stark von militärischen Disziplin abgeleitet und von militärischen Organisationen. Es war dann oft so, dass Kommandanten auch alte Offiziere waren, die im Militärzeit was gelernt haben und die Disziplin in die Feuerwehr gebracht haben. Im Übrigen gibt es bei der Feuerwehr eine klassische Kommandostruktur und deshalb wird bei der Feuerwehr auch und historisch sowieso sehr viel exerziert und auch durchorganisiert und durchkommandiert. Und ein Befehl, ein Einsatzbefehl, das hängt durchaus mit militärischen Grundstrukturen zusammen. Nur durch die klaren Regeln und Kommandos bekommt man die oft chaotischen Zustände am Unfallort auch in den Griff. Hier an der baden-württembergischen Feuerwehrschule werden alle Szenarien trainiert, so Projektleiter Andreas Meyer. Hier finden Sie keine Helden oder Einzelkämpfer. Feuerwehr funktioniert nur im Team. Man sieht nichts, man hört nur prasseln, man muss sich mit den Händen orientieren. Und in solche Situationen gehe ich nicht mit dem Herrn Müller-Lüdenscheid, sondern ich gehe mit dem Franz, ich gehe mit der Martina da rein, die ich kenne, wo ich genau weiß, wie die Leute ticken und wie die auch wissen, wie ich ticke. Hier hat sich seit Gründer Konrad Dietrich Magirus nichts geändert. Es sind die stillen Helden, die sich freiwillig der Gefahr stellen, um andere zu retten. Dabei gehen sie oft bis ans Limit. Auch die Feuerwehrschule in Bruchsal ist bei weitem kein Abenteuerspielplatz für große Jungs. Ganz im Gegenteil. Wir arbeiten hier mit Rauchsimulation und auch mit einer Flamme. Natürlich eine Gasbefeuerung. Und wir kriegen natürlich auch hier im Deckenbereich Temperaturen bis 450 Grad. Dementsprechend sind die Übungen sehr realistisch. Und wir achten natürlich auch auf unsere Lehrgangsteilnehmer, dass hier die Verletzungsgefahr so gering wie möglich gehalten wird. Die hohen körperlichen Anforderungen und das Gefahrenpotenzial waren gewiss die wichtigsten Argumente, warum die Einsätze bis vor einigen Jahren fast ausschließlich von Männern durchgeführt wurden. Im 20. Jahrhundert wäre eine Frau am Brandherd undenkbar gewesen. Das hat sich inzwischen geändert. Teamgeist, soziale Kompetenz und Zuverlässigkeit sind oft wichtiger als Muskelkraft. Aber es gibt noch mehr Gründe, gerade als Frau in der Feuerwehr den Traumjob zu finden. Einfach abwechslungsreiches Arbeiten, Vielfältigkeit, einfach Spaß mit anderen Leuten zusammenarbeiten, Teamgeist im Vordergrund zu stellen und ja, einfach jeden Tag neue Herausforderungen gewachsen zu sein. Die Anforderungen an die Feuerwehr sind gewachsen. Binnen Sekunden müssen die Retter die Situation analysieren, handeln und dabei das eigene und das Leben der Kameraden schützen. Es ist sicherlich so, dass die Einsatzleiter an der Einsatzstelle auf jeden Fall immer den Eigenschutz voranstellen. Also es macht keinen Sinn, ein unnötiges Risiko einzugehen für eine vielleicht vermeintlich noch befindliche Person in einem Gebäude, wenn ich aber weiß, ich schicke dort 2 gesunde Feuerwehrmenschen in diesen Innenangriff rein. Also damit möchte sich niemand belasten. Die Feuerwehr ist im Übrigen die letzte Institution in Deutschland, die über 2 Jahrhunderte höchstes Ansehen und größte Beliebtheit in der Bevölkerung genießt. Die Gesellschaft hat sich verändert. Das Bild der Feuerwehr ist geblieben. Ihre Tugenden sind ein Vorbild für alle Menschen. Ihr Mut und ihre freiwillige Einsatzbereitschaft vermitteln Stolz und Anerkennung und verdienen höchsten Respekt. Jeden Tag, jede Stunde. Einmal, zweimal, 10-mal. Morgens, am Mittag, in der Nacht. Feuerwehr im Einsatz. Bei Kälte, bei Hitze, bei Regen. Jeden Tag und jede Nacht. Auf dem Lande und in der Stadt. Berufswehren und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr. Männer, die einen der gefährlichsten Berufe der Welt haben. Zehntausende von Feuerwehrleuten gibt es. Und Hunderttausende, die hinter ihnen stehen. Die ihnen helfen, ihnen das Rüstzeug für den Kampf gegen den Roten Hahn schaffen.
Moderne Fahrzeuge, modernes Gerät. Präzisionsarbeit verrichtet in dem Bewusstsein, dass jeder Fehler, jede Nachlässigkeit Menschenleben kosten kann. Unter den Helfern der Männer mit dem Lederschutz im Nacken steht in vorderster Linie Magirus. Nicht erst seit gestern, seit mehr als 100 Jahren. Inzwischen seit mehr als 150 Jahren. Konrad Dietrich Magirus hat die Feuerwehr nicht nur technisch, sondern auch menschlich geprägt. Er hat die ersten Leitlinien für seine Turner und Feuerwehrleute erstellt, die bis heute noch Bestand haben. Es sind die Männer auf den Leitern, hinter den Spritzpumpen und unter den Gasmasken. Es ist dieser ganz besondere Menschenschlag, der in der Lage ist, diese Leistung im Team abzurufen. Die Einsätze schweißen zusammen, bilden ein blindes und unverrückbares Vertrauen. Gemeinsam verdrängt man die Gefahr, selbst zum Opfer zu werden. Vor 150 Jahren waren es in erster Linie Häuserbrände. Heute kämpft man in U-Bahnen, an Flughäfen und bei Gifttransporten. Gewiss hat sich die Technik enorm entwickelt. Dennoch lauert immer wieder die Gefahr. Zum Abmarsch fertig! Es hatte eine Melodie und einen Text. Der Text heißt Feuerwehr gleich herbei, es brennt, es brennt, es brennt. Und dieses Es brennt, es brennt, es brennt wurde dann übernommen als akustisches Signal für das Einsatzhorn bei der Feuerwehr. Tatü, 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 es brennt, es brennt, es brennt. Das Horn ist überall gleich, ansonsten aber gibt es große Unterschiede. Ja, viele meinen, Feuerwehrautos sind alle rot und sind alle gleich. Das ist natürlich nicht der Fall. Jedes Fahrzeug wird individuell hergestellt, zum Beispiel bei diesem Fahrzeug mit einem abklappbaren Hinterachskotflügel, sodass man bequem und ergonomisch hier die Geräte entnehmen kann. Und am Heck des Fahrzeuges hat dieser Kunde auch einen pneumatischen Lichtmast anbauen lassen, der bis 7 Meter Lichtpunkthöhe ausgefahren werden kann. Von der Fertigungsstraße rollen die Brandbekämpfer schließlich in die Abnahmehalle. Hier werden noch kleine Korrekturen bzw. Fittings vorgenommen, um das Fahrzeug endgültig für den Export oder die Abholung vorzubereiten. In über 100 Ländern sind die Fahrzeuge im Einsatz. Von den Wüsten am Golf über weite Flächen in Russland bis hin zu engen Häuserschluchten in Hongkong. Entsprechend gestaltet sich nicht nur Fahrwerk, Bereifung und Aufbau, sondern auch die Bestückung der Fahrzeuge. Hier hat jede Feuerwehr und jedes Land unterschiedliche Präferenzen für die Ausstattung. Mit der Einsatzbreite wächst auch die Ausstattungsliste von Modell zu Modell. In einem solchen modernen Feuerwehrfahrzeug sind heutzutage zwischen 400 bis 500 unterschiedliche Ausrüstungsteile enthalten. Beginnen vom einfachen Schlauch bis hin zu komplizierten hydraulischen Rettungsgeräten. Und das Gewicht dieser feuerwehrtaktischen Beladung ist rund 1,5 Tonnen. So, hier haben wir ein Universalfahrzeug, ein Fahrzeug, das sich für alle möglichen Einsätze eignet, der Feuerwehr, mit 9 Mann Besatzung und eine Unmenge an Ausrüstung und Geräten, 2000 Liter Löschwasser zusätzlich, zum Beispiel Stromgenerator. Wir haben hier 13.000 Watt Strom dabei. Wir haben Beleuchtungsgeräte, Kabeltrommeln, Warngeräte, also Blitzlampen dabei. Wir haben Überdruckgebläse dabei, um den Rauch aus dem Gebäude herauszublasen. Wir haben eine Schaumzumischung und die ganze klassische Löschbeladung weiterhin auf diesem Fahrzeug. Auf der linken Seite dieses Fahrzeuges sind die hydraulischen Rettungsgeräte gelagert, die man benötigt, um bei Verkehrsunfällen die Fahrzeuge aufzuschneiden, Spreizer und Schere, Rettungszylinder, Pedalschneider und das weitere Zubehör. Durch Herausklappen kommt man an die hinteren Geräte, kann dann das Fahrzeug besteigen und dann weitere Geräte aus dem Fahrzeuginneren entnehmen. Ja, für jeden Zweck das richtige Feuerwehrfahrzeug. Hier zum Beispiel ein Fahrzeug für den Geländeeinsatz, Waldbrand, Buschbrand,
Einsätze im ländlichen Bereich, ein Fahrzeug mit 3000 Liter Wassertank und einer Einzelbereifung auf der Vorderachse und auf der Hinterachse die gleiche Bereifung. Die Vorderachse gräbt die Spur und die Hinterachse kann in dieser vorbereiteten Spur das Fahrzeug mit voller Kraft zur Einsatzstelle schieben. Die Drehleitern werden nach ersten Grund- und Software-Tests nun auch auf dem Freigelände in unterschiedlichen Szenarien und Belastungsbereichen getestet. Die Herausforderung besteht darin, sowohl bei einem Häuserbrand in 60 Metern Höhe ebenso sicher und effizient zu arbeiten, wie bei einer Rettung aus einem See- oder Flussbett. Ziel ist es, die Drehleiter so zu konstruieren, dass sie sich möglichst schnell den Gegebenheiten anpasst und mit ihr rasch der Rettungs- oder Löscherfolg erzielt werden kann. Letztendlich kann sie nur von der Physik gestoppt werden. Wie schon die alten Römer oder das Bau des Römer Münster verwendet, wird hier mit einem Lot die Ausladung von der Fahrzeugaußenkante bis zur Vorderkante des Rettungskorbes ermittelt. Wir sind nun in dieser Position an einer Vier-Personen-Grenze und werden hier nun eine Prüflast von 440 Kilo aufbringen, was der normalen Abschaltgrenze an dieser Position entspricht. Die Leiter muss nicht nur ihr eigenes Gewicht, sondern natürlich auch das der Feuerwehrleute und deren Gerät tragen und in der Balance halten. Hinzu kommen Rettung und Bergung von Opfern. Alle Szenarien fließen hier ein und werden vom Computer berechnet. Mit diesem Gerät wird die Überlast im Rettungskorb simuliert. Wir werden nun hier eine Last von 440 Kilogramm aufbringen. Hier hört man nun das Signal. Das Signal bedeutet Erreichen der Belastungsgrenze. Die Leiter wird automatisch gestoppt, um die Einsatzkräfte zu sichern. Die Schwerkraft ist ein Gegner, mit dem sich die Drehleiter auseinandersetzen muss. Hinzu kommen aber auch unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten sowie Neigungen und Steigungen am Einsatzort. Wichtig ist, dass der Leitersatz und der Rettungskorb stets waagrecht bleiben. Mittels zweier Hydraulikzylinder können Schieflagen bis zu 10 Grad oder 18% ausgeglichen werden. Das Drehgetriebe bleibt somit immer in der waagrechten, egal wie schräg das Fahrzeug steht. Dank der Technik hat sich auch das Einsatzgebiet der Drehleiter enorm erweitert. Ein Meilenstein ist hier gewiss die neuartige Gelenktechnologie, wodurch man auch Überhänge und Vorsprünge überwinden kann. So gewinnt die Drehleiter im Löschzug immer mehr an Bedeutung. Drehleitern können natürlich nicht nur in die Höhe fahren. Sie können auch standardmäßig bis zu 17 Grad Unterflurbereich abdecken, um Personen aus Schächten oder Baugruben zu retten. Hat man dazu noch eine Gelenkarmleiter wie hier, dann kann eine maximale Tiefe von 5,7 Metern unter der Fahrzeugaufstellfläche erreicht werden. Ein Grund, warum die Leiter auch immer häufiger bei Unfällen zum Einsatz kommt. Um diese auch schnell und sicher zu erreichen, benötigen die Fahrzeuge auch reichlich Kraft unter der Haube. Der Einsatz am Ort muss genauso sicher sein wie die Fahrt. Auch diese Szenarien werden auf einer eigens hierfür gebauten Teststrecke mit Steilkurve getestet. Hierdurch kann man auch höhere Geschwindigkeiten in der Kurve erzielen und die Kräfte berechnen. Wir befinden uns hier auf unserer Teststrecke. Auf dieser Teststrecke erproben wir unsere Feuerwehrfahrzeuge in der Kombination Fahrgestell, Aufbau, komplett mit Wasser und der Ausrüstung beladen, im Bremsverhalten, Beschleunigungsverhalten, im Schleuderversuch. Die 1927 gebaute Drehleiter KL27 hatte lediglich 70 PS unter der Haube und schleppte sich mit rund 45 km/h zum Einsatzort.